Dann herzlich willkommen auch von uns im Netzwerk-Track zum zweiten Tag der FrostCon, 100% aus dem Cyber. Heute haben wir bei uns hier im Netzwerk-Track noch unseren obligatorischen Grundlagentalk und ich freue mich ziemlich, dass wir Falk Stern und Maximilian Wilhelm hier begrüßen können wieder, die uns gleich bei Layer 1, also ganz unten, abholen werden. Zu den beiden Speakern. Falk ist seit 95 mit Unix unterwegs und damit offiziell ein alter Sack, der sich aber heute als Mädchen für alles verdingt und irgendwann auf die dunkle Seite der Netzwerker gezogen worden ist. Er arbeitet bei der Profi Engineering Systems AG und ist ansonsten, wie Max, auch käuflich. Max ist tagsüber Senior Infrastructure Architect im Rechenzentrum der Uni Paderborn und nachts hackt er am Freifunk Hochstift. An der Infrastruktur rum, ist ein Open-Source-Projekt beteiligt, dazwischen auch selbstständig als Consultant, Architect, Troubleshooter und Mädchen für alles. Und ohne großartige weitere Formalien, jetzt viel Spaß mit dem Talk und viel Spaß mit unseren beiden Speakern. Dankeschön. Danke. Darum wird es heute gehen. Wer wir sind, hat gerade schon erzählt. Wir werden ein bisschen was über Modelle erzählen, nicht viel, dann ganz viel zu Layer 1, alles was man anfassen kann. Dann zu Layer 2 hochgehen, allerdings nur mit Fokus auf Ethernet. Layer 1 auch nur mit Fokus auf Ethernet, sprich die ganzen anderen komischen Sachen ignorieren wir heute mal. Und Layer 3 noch ein bisschen was zu IPs. Das sind wir fürs Protokoll. Und da geht's los mit den Modellen. Da übergebe ich erstmal an Falk. Ja, es gibt diverse konkurrierende Modelle. Angefangen hat das Ganze bei der ISO-OSI, die sich irgendwann so ein schönes Sieben-Schichten-Modell ausgedacht haben. Das fängt unten an mit dem Physical Layer, geht dann auch rüber zum Data Link Layer. Physical ist halt alles, was man anfassen kann. Data Link ist, wie sehen die Bits auf dem Kabel oder in der Luft aus? Dann gibt es darüber das Network Layer. Das sagt uns, okay, wie reden denn die Geräte, wie werden Geräte adressiert? Dann habe ich einen Transport Layer, das sorgt dafür, dass die Daten von links nach rechts kommen. Und dann gibt es darüber Session Presentation Application. Das findet aber außerhalb dieser ISO-OSI-Standardisierung in der echten Welt nicht so richtig Anklagen, beziehungsweise wird auch gar nicht so genutzt. Jeder kriegt immer dieses Sieben-Schichten-Modell vorgesetzt. Eigentlich sind es im TCP/IP sind's vier Layer. So, das Network-Layer unten ist halt dann Ethernet und beziehungsweise Kabel und dann das, was auf dem Kabel läuft. Dann gibt es das Internet-Layer mit den IP-Adressen, das Transport-Layer mit so den Protokollen wie UDP und TCP. Und dann das Application Layer mit dem, was oben drüber läuft, also HTTP. Was wir üblicherweise verwenden, ist ein Hybrid zwischen den beiden Geschichten. Das heißt, wir dröseln unser Network Layer aus dem TCP/IP-Modell nochmal auf das Network Layer und Physical Layer auf, haben da also zwei. Dann gibt es das Internet Layer, also Layer 3, die IP-Adressen. Layer 4 wäre dann Transport Layer und alles oben drüber wird irgendwie freundlich immer als Layer 7 bezeichnet. Das heißt, so Load Balancer arbeiten dann auf Layer 7. Und das ist so das Application-Zeug da oben drüber. Ist meine Slide weiter? Genau. Beispiele für Physical ist halt Wired Wireless, also 802.3 Ethernet in dem Fall und 802.11. Da werden wir ein bisschen was zu erzählen, weil es so ähnlich wie Ethernet ist, noch nicht ganz. Auf dem Layer heißt das Zeug dann einfach Bit, das ist die Dateneinheit. Auf dem Data Link Layer ist festgelegt, wie Geräte in demselben Medium kommunizieren. Das heißt, MAC-Adressen ähnliches. Bei Ethernet ist es tatsächlich die MAC-Adresse. Pakete hier heißen dann Frame und können auch nur eine bestimmte Physik, also vom Medium abhängige Größe haben. Diesen ganzen Adressen. Da schieben wir Pakete hin und her. Und oben drüber gibt es dann Datagrams, Segments und Transport Layer und Session Presentation Application, wie bereits erwähnt. Das ist unsere Applikation oben drüber, also SSH, IRC, HTTP, Video, das ganze Zeug, was ihr gerade seht.
Hast du noch mal eine Slide weiter? Genau, jetzt geht es nämlich um das, was man meistens anfassen kann. Und da hat der Falk ja gerade schon gesagt, da gibt es sowas wie das Luftmedium, dazu gleich noch mehr im Detail, Kupferkabel, die ganz, ganz normalen klassischen Netzwerkkabel, eine ganze Menge unterschiedlicher Fasern für Weitstreckenverbindungen oder um Dinge elektrisch zu entkoppeln. Dazu gibt es gleich noch ein Kapitel und so ein paar Specials wie Direct Attached Cables oder Direct Attached Copper auch gerne genannt oder aktive optische Kabel. Bleiben wir erstmal bei der Luft. Genau, übernehme ich. Wireless sieht ein bisschen aus wie Ethernet. Ist auch so gedacht, damit die Leute, die sich mit Ethernet auskennen, das so ein bisschen simulieren können. Ich habe eine Unterscheidung üblicherweise zwischen meinen Stations, SDA und Access Points. Das heißt, für ein Wi-Fi brauche ich, außer ich mache so komische Ad-Hoc-Lösungen, brauche ich eigentlich immer einen Access Point, weil in dem Medium der Access Point allen anderen sagt, wann sie dran sind mit Reden. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Bei Ethernet darf jeder gleichzeitig quatschen, zumindest wenn ich irgendwie einen aktuellen Switch habe. Bei Wireless, weil es ein Shared Medium ist und jeder zuhören kann, beziehungsweise jeder irgendwie Pakete sieht, gibt es halt den Access Point. Wi-Fi hat angefangen mit Wi-Fi 1, 802.11b mit so Linkraten von 1 bis 11 Megabit. Das war damals in den Ende der 90er, war das super schnell. Vorher gab es WaveLAN, die Älteren werden sich erinnern, mit 2 Megabit und 1 Megabit. Manchmal sogar mit 11, je nachdem, die goldenen, silbernen Karten. Manchmal auch die roten mit reduzierter Sendeleistung. Dann kam irgendwann Wi-Fi 2 dazu, weil man sich dachte, so, hey, dieses 2,4 Gigahertz Band ist ganz schön voll. Wir nehmen mal 5 Gigahertz dazu und wir machen eine andere Modulation und können dadurch mehr Bandbreiten erreichen. Das heißt, ich habe auf 802.11b habe ich sowas, das nennt sich Direct Sequence Spread Spectrum. Das heißt, ich verteile quasi meine Signale über die gesamte Bandbreite. Und bei 802.11a fängt es dann an mit OFDM, also Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Das heißt, dass ich Signale mit mehreren Code Points über meine Frequenzen verteile. Dann ging es irgendwann weiter, dann wollte man die Geschwindigkeiten auf dem 2,4 Gigahertz Band haben, das wurde dann 802.11g, deswegen gibt es so dieses, diese üblichen BGN-Karten, die können alle nur 2,4 Gigahertz. Dann wurde das Ganze zusammengefasst mit Wi-Fi 4, mit deutlich höheren Bandbreiten in 2,4 und 5 Gigahertz. Es gibt auch diverse N-Karten, die nur 2,4 Gigahertz können, das sind meistens die etwas günstigeren. Die schaffen dann nicht ganz so viel Durchsatz. Das ist ein mittlerweile übliches Wi-Fi 5 mit 802.11ac. Da ist durch Modulationsverbesserung und Verbreiterung der Kanäle deutlich mehr Durchsatz möglich. Das heißt, da kriege ich theoretisch brutto bis zu 7 Gigabit drüber. Ich sag mal netto mit 160 Megahertz Kanälen im 5 Gigahertz Band, wovon ich dann so noch 2 oder 3 habe, die sich nicht überlappen, bin ich dann irgendwo bei einer Übertragungsrate von 3 bis 5 Gigabit netto. Dann gibt es, ich sag mal, relativ neue Wi-Fi 6, das geht so langsam los, 802.11ax. Da sind die Datenraten nicht deutlich gestiegen im Gegensatz zum Vorgänger, aber ich habe 2,4 und 5 Gigahertz Bänder und ich habe zusätzlich noch ISM-Bänder im 1 bis 6 Gigahertz Bereich. Die müssen aber dann entsprechend freigegeben werden. Und das können auch nicht alle Adapter. Das Schöne bei Wi-Fi 6, also bei 802.11ax, ist, dass ich nicht mehr eine Station habe, die zeitgleich sendet, sondern ich mit Spectrum Coloring auch mehrere unterschiedliche Subcarrier habe. Das heißt, dass sich Geräte quasi eine Frequenz oder Zeitschlitze teilen können, indem sie sich ein kleines nehmen. So, machst du nochmal weiter? So ein bisschen was zu den Kanälen. Unten gibt es, ich habe unten einmal mir eine Grafik aus der Wikipedia geklaut, die so ein bisschen die üblichen 802.11 B-Kanäle zeigen. 802.11g ist ähnlich, die sind ein bisschen schmaler, aber nicht viel.
Und ich habe dadurch die übliche Überlappung. Das heißt, in Europa kann ich Kanäle 1 bis 13 benutzen und habe dadurch an nutzbaren Kanälen im Spektrum 1, 6 und 11. So andere solltet ihr eigentlich im 2,4 GHz-Bereich nicht verwenden. Ähm, 2,4 GHz sollte man eigentlich auch, ich sag mal, in der Stadt nicht mehr verwenden, weil da ist es voll. Weil ich habe nur drei Kanäle und wenn ich vier Parteien im Haus habe, habe ich schon ein Problem, weil die überlappen sich dann gegenseitig und stören sich. Also genauso wie 802.11 ABG mit langsamen Raten eigentlich fast gar nicht mehr benutzt wird. Eigentlich ist alles nur noch ab N. Es gibt im 5 GHz-Band gibt es auch so ein paar Probleme mit Radar Detection. Das heißt, wer in der Nähe des Flughafens wohnt, kann die oberen Bereiche im 5 GHz nicht wirklich nutzen, weil da ab und zu mal so ein Radarstrahl vorbeikommt, der guckt, ob da Flugzeuge sind. Und sobald ein Access Point das mitkriegt, dass da Radar ankommt, geht euer Wi-Fi kurz aus. So ungefähr für 30 Sekunden. Was Kanalbandbreiten angeht, ich kann ja bei aktuellen, also Wi-Fi 6 bis zu 160 MHz breite Kanäle machen. Das wird im 2,4 GHz-Band schon schwierig, weil das Band nicht breit genug ist. Ich kann das aber im 5 GHz-Bereich ohne Probleme machen. Da habe ich dann, glaube ich, insgesamt, jetzt muss ich lügen, drei oder vier nutzbare Kanalbereiche. Ich habe hier gerade die Frage, warum geht der AP bei Radar aus? Ganz einfach, weil der Access Point das Radar stört. So, wenn da irgendwer mit 100 Milliwatt zurückfunkt, dann sieht das Radar komische Sachen und stört das Radar. Frequenzmäßig ist das im oberen Bereich von 5 GHz-Band, also 5,8 bis 5,9 GHz. Nein, das fängt schon bei 5,6 an. Das ist der Bereich der Wetterradare für Flugzeuge. Und im 5,6 GHz-Bereich habe ich sogar noch das Problem, wenn der Access Point meint, dass er ein Radar gefunden hat, dann kann er gegebenenfalls mal bis zu 10 Minuten nur noch hören und gucken, ob das Radar noch da ist. Also gerade für Richtfunkstrecken zum Beispiel im Infrastrukturbereich ist das lästig. Genau, weil vor allen Dingen der gesamte Outdoor-Bereich eigentlich auch nur in diesem oberen Bereich spezifiziert ist. Das heißt, der untere Teil vom Band ist Indoor, der obere Teil vom Band ist Outdoor und da kommt man sich dann gerne schon mal mit Flughäfen und so in die Quere oder Wetterradaren. Gut. Dann so ein bisschen zur Verschlüsselung, weil wir haben ja Luft, das kann ja jeder mithören. Hat man sich zu Anfang gedacht, ja, dann machen wir da so ein Passwort drauf. Eine Frage vom Gast. 5 Gigahertz, ja, lieber im unteren Bereich bleiben. Ihr könnt den oberen Bereich natürlich ausprobieren. Wenn ihr einen Flughafen in der Nähe habt, werdet ihr das relativ schnell merken. Ansonsten noch einfach automatische Frequenzauswahl vom Access Point nutzen oder von der Fritzbox. Die sucht sich dann schon was passt. Zurück zur Encryption. Das fing an so, ja, wie wäre es mit, wir verkaufen Karten mit einem 40-Bit-Schlüssel, schreiben da aber 64 drauf. Das heißt, die letzten 24 Bit waren fest. Die ersten konnte man so eine fünfstellige PIN oder fünf Buchstaben eingeben, dann war es das. Dann gab es die Goldkarten, die konnten sogar 104 Bit oder 128, wobei wir wieder 24 feste Bits haben. Die haben aber extra gekostet. Sie waren teurer tatsächlich. Das heißt, wenn ich mehr Sicherheit wollte und ein Wi-Fi betrieben habe, was mit 104-Bit-Verschlüsselung funktioniert hat, musste ich auch die teuren Karten haben. Das führte dann teilweise zu sehr lustigen Situationen wie, ich kann dein Wi-Fi nicht nutzen, ich habe nur die Silberkarte. Tja, bei mir brauchst du aber die goldene. Das Ganze ist mittlerweile durch. WEP ist kaputt, das ist geknackt. Das kriegt man auch mit Max unter 5 Minuten, glaube ich, auf. So WEP-Schlüssel. Daraufhin gab es dann irgendwann das WPA Wireless Privacy Authentication, glaube ich.
Und da ist die Verschlüsselung deutlich stärker. Das heißt, ich habe entweder einen Pre-Shared Key, gibt so WPA1, WPA2, die unterscheiden sich ein bisschen in Verschlüsselungsalgorithmen. Nutzen sollte man WPA, mindestens WPA2 mit AES. Aktuell ist WPA3, das wird noch nicht so richtig von allen unterstützt, also die Access Points müssen sie halt auch sprechen. Und dann habe ich entweder Pre-Shared Keys, PSKs, oder ERP, Enterprise Authentication Protocol. Wenn ich ERP benutze, dann muss ich meistens so einen Usernamen und ein Passwort irgendwo eingeben oder mich mit meinen Firmendaten irgendwo anmelden. Und dafür brauche ich dann auch noch so einen Radioserver. Das heißt, üblicherweise ist für zu Hause so ein Pre-Shared Key ausreichend. Das ist der, der entweder auf die Fritzbox gedruckt ist oder den man da selber vergeben hat. Jo. Soweit. Jo. Ne? So, dann gab es da noch ein paar Kommentare. Genau, Mikrowellen und Bluetooth sind auch schön, sind auch die Feinde von 2,4 GHz WLAN. Oder so Funk-Kopfhörer. Und genau, leider gibt es einige IoT-Geräte, also ESP-Chips oder sonst was, die können nur 2,4 GHz. Das ist natürlich schade, aber dann ist es nicht zu ändern. Genau. WPA mit ECC, ja, grundsätzlich eine gute Idee. Ich habe es, weiß gar nicht, ob es überhaupt in the wild irgendwo gibt, das spezifiziert ist. Ich bin jetzt auch nicht so der WLAN-Experte. Also ich beschäftige mich nicht den ganzen Tag mit WLAN. Ich kann das nur so ein bisschen. Ich glaube, wir nehmen für nächstes Jahr mal mit, einen eigenständigen WLAN-Talk aufzunehmen. Okay, dann verlassen wir jetzt mal die Luft und gehen über zu gutem alten Kupfer. Das ist auch von Wikipedia geklaut. Da gibt es eine schöne Übersicht über die diversen Kabelarten. Die Älteren erinnern sich vielleicht an CAT3 für die alten 10 Mbit Twisted Pair Verkabelungen, wo man dann von dem Thick Ethernet, dem Yellow Cable oder dem schwarzen BNC Kabel schon weg war. Danach gab es dann, als man so richtig 100 Mbit kam, das war ja schon ein riesen Fortschritt damals, so 2000 rum irgendwann, gab es die CAT5 Kabel, die sind heute tatsächlich noch relativ verbreitet. Mit CAT3 kann man keine Blumentöpfe mehr gewinnen. Irgendwann gab es mal so eine CAT5e-Erweiterung dazu. Das ist eigentlich das, was man heute am meisten findet. Richtig echtes CAT5 findet man vielleicht noch irgendwo in Wänden, wenn man Pech hat. Mit einem Gigabit kann das klappen, muss aber nicht. Also es ist spezifiziert, aber je nachdem, wie mies die Firmung ist, wie alt das Kabel ist und wie lang der Weg ist, kann einen das schon beißen. CAT5e ist noch ganz okay, das ist sogar spezifiziert bis 2,5 Gig. Es gibt ja mittlerweile diese M-Gig-Standards, gerade für die Anbindung von Access Points. Falk hat es gesagt, wir sind jetzt im WLAN-Bereich bei multiplen Gigabit. Wenn die in die Luft kommen, müssen die irgendwie per Kabel zum Access Point kommen. Dafür nutzt man gerne diese Multi-Gig-Standards, 2,5 oder 5 Gig-Ports. Die meisten Access Points können das neuerdings auch. Und vom paar Jahren kam dann mal CAT6 auf, wobei schon länger her, beziehungsweise CAT6a, da scheiden sich dann wieder die Geister, welchen Standard oder Nicht-Standard man da nehmen möchte. Mittlerweile ist CAT6a ziemlich verbreitet. Das ist auch Stand heute noch der de facto Standard für Stecker und Dosen. Und es gibt mittlerweile CAT7 und ich glaube sogar CAT8. Wenn ich jetzt Stand heute Kabel verlegen müsste, würde ich CAT7 in die Wand stecken und CAT6A Dosen dran machen oder Stecker benutzen oder alternativ auch CAT7 oder CAT6A Patchkabel benutzen. Damit bin ich relativ safe und kann auch mit, wenn ich PoE benutze, also Power over Ethernet, sprich noch Strom neben den Daten über das Kabel schicke, ist ja mittlerweile bis zu 30, 60, 90 Watt pro normalen Netzwerkkabel geht, komme ich da noch ganz gut hin. Es gibt auch die Option, 10 Gigabit über Kupferkabel zu betreiben. Es gibt einige Menschen, die das machen. Ich würde das eigentlich nicht tun. Ich kenne einige Stories, dass das immer wieder wackelt und man keine wirklich langen Wege hat. Also da muss die Verkabelung schon gut passen. Wenn ich mit 10 Gig anfange, würde ich dann eher zu Optiken oder DAC gehen. Das gucken wir uns gleich noch an. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen 40 Gig Standard über Kupfer. Das würde ich erst recht nicht machen. Herr Falk, dem etwas hinzuzufügen? Nee, gar nicht. Also
10 Gigabit über Kupfer hat auch den Nachteil, es braucht unheimlich viel Strom. Zu dieser Anfangszeit waren das gerne mal so 6 Watt pro Port. Das heißt, wenn ich so ein 48-Port-Moped habe mit 48 mal 6 Watt, muss ich da richtig, richtig viel Strom reintun. Das heißt, ich verbrate schon mal 300 Watt, nur dafür, dass irgendwie da Daten auf dieses Kabel kommen. Es ist mittlerweile besser geworden. Also die Files brauchen jetzt irgendwie nur noch 2,5 oder 1 Watt, aber macht trotzdem warm. Dann lassen wir den langweiligen Kupferkram mal hinter uns und gehen über zu Glasfasern. Da gibt es ganz viele Geschmacksrichtungen. Es gibt einmal die Multimode Fibers, das ist so die günstige Art von Fibers für kurze Strecken. Single Mode Fibers, das, was wir da rechts im Bild in dieser Pitchbox sehen, für längere Strecken. Technisch ein bisschen anders aufgebaut. Das wäre das Kabel. Dann gibt es da ganz viele verschiedene Anschlüsse, die da dran sein können, sowohl auf Patchfeldern als auch auf dem Stecker. Das, was man hier im Bild sieht, ist ST. Dann gibt es, Entschuldigung, ist SC. ST ist falsch. ST ist älter, LC 2000 etc. Die gucken wir uns jetzt der Reihe nach mal an. Die einfachsten Fasern, würde ich sagen, sind Multimode-Fasern. Multimode heißt, dass da verschiedene Lichtstrahle durchwandern, wie rechts in dem Bild zu sehen. Die prallen quasi immer am inneren Ende der inneren Rand der Faser ab und werden hin und her gebounced. Also das heißt, man hat so eine wellenartige Ausbreitung in der Faser. Das hat den Nachteil, dass bei jeder Reflexion ein bisschen was an Licht verloren geht, quasi in der Wand der Faser stecken bleibt, im Cladding. Dadurch komme ich nicht sehr weit. Das ist aber relativ günstig herzustellen, deswegen nimmt man das gerne für so Sachen innerhalb des Rechenzentrums im Schrank oder zwischen Schränken oder vielleicht auch mal innerhalb des Gebäudes. Hier in der Uni haben wir Multimode-Fasern zwischen den Etagen liegen, wo es einfach ein bisschen günstiger ist. Die werden meistens benutzt bei 850 Nanometer Wellenlängen. Man kann sie auch benutzen bei 1310. Die Dämpfung ist üblicherweise so 1,5 bis 3 Dezibel pro Kilometer. Das werden wir gleich mal mit Single Mode vergleichen und sehen, dass das deutlich weniger ist. Es gibt Color Codes für die verschiedenen Güteklassen oder für die verschiedenen Kategorien. Wir hatten gerade bei Kupferkabeln Cat 3 bis Cat 8. Hier nennt man das dann OM1 bis OM5. Optical Multimode, nehme ich mal an, heißt das. 1 sind die ganz alten. Da sieht man auch, dass die noch eine etwas andere technischen Aufbau hatten. OM1, OM2 sind meistens orange, kann aber auch irgendwas anderes sein, grün, blau, grau. OM3 hat so ein helles Blau. Das ist, glaube ich, auch sehr verbreitet in hellblau, aber auch da gibt es wieder ein paar Ausnahmen. OM4 ist relativ jung noch, das gibt es eher in so einem Pink-Violett-Ton. OM5 habe ich selber noch nie in der Hand gehabt, das ist noch jünger. Wie gesagt, verlasst euch nicht auf die Farben, sie sind nur ein guter Indikator. Wenn irgendwas anders aussieht und nicht in das Schema passt, dann kann es irgendwas sein. Wenn es orange aussieht, kann es auch was anderes sein. Orange wurde früher auch für andere Fasern benutzt. Nämlich zum Beispiel für manche Multimodes. Die gibt es auch in orange, wenn man Pech hat, die ganz alten, Entschuldigung, alte Single-Mode-Fasern. Das ist eine andere Faseraufbau. Da geht das Licht wirklich gerade durch. Es bounced nicht innen an den Seiten ab, sondern es geht wirklich gerade durch. Dadurch habe ich nur einen Verlust von 0,4 bis 1 Dezibel pro Kilometer. Im Vergleich zu bis zu 3 Dezibel ist das natürlich eine deutliche Aussage. Deswegen komme ich damit viel weiter. Das sind so die Fasern, die im Boden vergraben sind oder die man zwischen Gebäuden zum Beispiel benutzt. Das Spektrum, was hier benutzt wird an Wellenlängen, ist deutlich größer. Man fängt so üblicherweise an bei 1270 Nanometern bis hoch zu 1610. Das heißt, ich kann hier auch verschiedene Farben benutzen. Quasi, eine Farbe ist quasi eine Wellenlänge. Darf ich dir da noch mal kurz reingerätschen? Bitte gerne. Bei den Single-Mode-Fasern hast du auch eine Totalreflexion, aber deutlich weniger, weil der Faserkern, also der Core, deutlich kleiner oder 62,5 Mikrometer sind. Das heißt, du hast weniger Totalreflexion und du hast eher so lange Bahnen. Da war er Also es ist nicht zwischendurch ganz so kurz weg, der schlimm. Falk. Ich glaube, er hat gesagt, dass der Faserkern deutlich kleiner ist. Deswegen steht da ja auch eine 9 im Vergleich zu der 50 und 62 vorhin.
gell? Genau. Und der Mutag schreibt im Chat, 3 Dezibel ist eine Halbierung der Leistung. Das ist natürlich schon eine Aussage. Wenn ich jeden Kilometer meine Leistung halbiere, ist halt irgendwann nicht mehr viel da. Der Unterschied zwischen den OSen, den kenne ich tatsächlich nicht im Detail. Mittlerweile ist OS 2 üblich. Das glaube ich, gibt es auch schon relativ lange. Warum verwendet man bei Single Mode längere Wellenlängen? Da geht es dann in Richtung Physik. Das ist ein ganz eigener Vortrag. Es gibt so ein schönes Bild, wenn man das Spektrum der Wellenlängen hat, wie sich wie die Fasern nutzbar sind bei diesen Wellenlängen. Das unterscheidet sich pro Wellenlänge und auch pro Faserart. Also das macht bei Single Mode mehr Sinn, diese Wellenlängen zu benutzen, weil es da gut funktioniert. Bei Multimode machen die anderen ein bisschen mehr Sinn technisch. Das kann man aber gut googeln. Da gibt es Wikipedia-Artikel und bestimmt auch lustige YouTube-Videos dazu. Ich gucke mal, ob ich was finde, dann packe ich es nachher noch in die Links. Wir haben jetzt schon gesehen, da sind unterschiedliche Stecker dran. Achso, noch Längen, genau. Wie weit komme ich denn so, mit welchen Geschwindigkeiten? Das ist ja auch so eine spannende Frage. Die folgende Tabelle sind theoretische Werte. Wir gehen mal davon aus, wir haben nur Optiken, also sprich so ganz normale Optiken. Sowas, was ich irgendwo in den Switch stecke und da die Faser drauf stecke und habe dazwischen keine Verstärker, habe dazwischen keine WDM-Systeme. Ich weiß nicht, wie viele Patche dazwischen sind. Jeder Patch kostet auch wieder was. Ich weiß nicht, welche Stecker das sind. Ich weiß nicht, wie die aufgebaut sind, etc. Also das sind wirklich Optimalwerte. Wenn wir jetzt mal von einem Gigabit ausgehen, komme ich in Multimode tatsächlich bis zu einem Kilometer, was schon relativ lang ist. In Single Mode auch. Da tut sich nicht so fürchterlich viel, wobei doch in Single Mode müsste ich mehr schaffen sogar. Ich glaube, die Zahl ist falsch. Das müssten 10 Kilometer sein mindestens. Mit 10 Gigabit wird es bei Multimode schon schwierig. Wenn ich aktuelle Fasern habe, also verlegte Fasern habe zwischen meinen Punkten, sowas wie OM3, OM4, dann schaffe ich da ein paar hundert Meter mit. Wir hatten hier in der Uni schon das Problem, dass wir von Gigabit auf 10 Gigabit aktualisiert haben an ein paar Stellen. Also Switche rausgeschmissen und die Uplinks geändert haben und auf einmal kommt der Link nicht mehr hoch. Da sind dann OM2 oder OM1 Fasern irgendwann mal gezogen worden vor Urzeiten. Das heißt, das ändere ich auch nicht mal eben so. Und 10 Gigabit geht damit nicht. Zumindest nicht über die knapp 100 Meter, die diese Faser lang ist. Da kann man dann ein bisschen tricksen mit etwas anderen Modulen und ein bisschen mehr Leistung. Aber dann ist man schon am Grenzbereich. Single Mode, wie man sieht, sind 80 Kilometer durchaus drin. Das sind dann die sogenannten Z-Optiken. ZR nennt sich das. Bei 40 Gigabit wird es bei Multimode noch kürzer. Bei Single Mode merkt man, da tut sich eigentlich nicht viel. Es gibt bei allen Single Modes oder bei allen aktuellen Single Mode Standards oder den Optiken dazu diese 80 Kilometer, die theoretisch drin sind. So 40, 50 würde ich schon annehmen, dass man die ganz geschmeidig schafft. Kosten die Optiken natürlich auch ein Schweinegeld. Bei 100 Gigabit wird es bei Multimode entsprechend natürlich dünner. Wie gesagt, das sind so theoretische Werte, aber so als grobe Vorstellung, was die unterschiedlichen Fasern und Geschwindigkeiten so hergeben. Jetzt habe ich Fasern, da müssen noch Stecker dran. Ganz oben, dieses ST, hat man vielleicht mal gesehen, wenn man alte Bestandsinfrastruktur irgendwo gesehen hat. Ja, es gibt noch eine Frage. Die Frage ist, ob Multimode oder Single Mode vom eingesteckten Modul abhängt oder vom Switch. Ne, dem Switch ist das egal. Das Modul ist tatsächlich der Unterschied. Das heißt, ich habe, hier kann man gerade das zweite raus, ich habe hier zwei Module, die sehen ähnlich aus. Das eine ist für Single Mode, das andere ist für Multimode. Das sind beides 10 Gig Module. Das heißt, ich stecke einfach in den Switchport das passende rein für das Kabel, was ich da drauf stecken möchte. Dem Switch ist das relativ egal, es sei denn, die Software ist kaputt und hat komische Einschränkungen. Aber technisch ist dem Switch das eigentlich egal. Der Switch schickt in die Optik elektrische Signale rein und die Optik kümmert sich darum, das passend aufs Licht zu drücken. Noch ein Kommentar. Wikipedia sagt Single Mode bis zu 120 Kilometer. Das kann tatsächlich sein, weil das relativ, also ist ein wenig Signal, das kriegt man relativ weit hin. Genau, und es gibt noch Long-Range-Multimode, das kann ich auch auf Multimode-Kabel benutzen für Long-Range, das stimmt.
So, nochmal zurück zu den Steckern. Die alten oben sind die sogenannten ST-Stecker. Straight Tip nennt sich das. Das ist von 92. Wie man sieht, ist das schon relativ alt. Das wird eigentlich nicht mehr verbaut. Das kann man auch irgendwo finden, wenn man alte Kabel hat. Aber das wird neu nicht mehr benutzt. Was man sieht, das sind einzelne Stecker. Das heißt, ich habe auf jedem Kabel einen einzelnen Stecker dran. Die unten oder der darunter, der SC, sieht ja so aus, als ob es ein Stecker, ein Doppelstecker wäre. Technisch ist aber auch wirklich auf jedem Kabel ein SC-Anschluss und das, was man da rechts auf dem Bild sieht, ist eigentlich ein SC-Duplex-Stecker. Das Ding nennt sich auch Standard-Konnektor, das ist auch nicht viel jünger. Das ist aber heute noch in Benutzung. Für Patch-Panel gibt es das gerne noch. Ich verwende die tatsächlich gerne, weil ich auch, wenn ich kriege da nicht so viel Ports auf denselben Platz wie mit dem da drunter, aber ich kann es gut benutzen. Mit 24 Duplex-Port auf einer Höheneinheit komme ich schon relativ weit, wenn ich jetzt nicht ganz große Rechenzentrumsgeschichten bauen muss. Es gibt auch noch ein paar Optiken, die SC haben. Also das heißt, das gibt es sogar auch auf Optikseite. Der de facto Standard heute ist eigentlich LC, Lucent oder Little Connector. Der ist auch nur ein paar Jahre jünger, ein Jahrzehnt jünger. Das ist wirklich so der de facto Standard. Das finde ich auf Patchpaneln, das finde ich auf Optiken, das finde ich auf allem möglichen optischen Equipment. Damit kriege ich sogar hin, 48 Duplex-Port auf eine Höheneinheit einzubauen. Das ist natürlich sehr viele Anschlüsse pro Platz, aber das wird dann fummelig. Okay, was gibt's noch? Es gibt noch diese grünen, das ist E2000. Die haben den Vorteil, da ist so eine Metallklappe vorne dran. Das ist einerseits ein Staubschutz, aber andererseits kann ich da auch nicht reingucken. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den anderen. Oben SC, da sind jetzt keine Staubkappen drauf. Das heißt, wenn ich da reingucke, dann gucke ich direkt in das Licht, was da rauskommt. Das ist für das Auge gar nicht so gut. Bei den unteren Steckern sind Staubkappen drauf, die ich natürlich abziehen muss, bevor ich es irgendwo reinstecke. Auch da kann ich sowohl ins Patchpanel als auch in den Stecker reingucken. Bei E2000 kann ich das nicht. Die nennen sich auch LSH. Ist auch relativ alt. Aber sowohl der Stecker als auch das Patchpanel haben eine Mechanik, dass ich da nicht reingucken kann aus Versehen. Das kostet mehr, ist aber meiner Meinung nach auch das Geld wert. Das wird meistens benutzt für Metrolinks bzw. für Warnstrecken, also für Weitverkehrsstrecken. Da habe ich gegebenenfalls auch eine höhere Leistung. Also gerade da möchte ich auf gar keinen Fall aus Versehen reingucken. Das ist schon sehr charmant. Dann gibt es noch so ein bisschen was Magisches, das ist dieser MTP oder MPO-Stecker. Rechts zu sehen, jedes etwas leuchtende Ding da ist kein Kupferdraht, sondern das ist eine Faser. Das heißt, in diesem Stecker habe ich bis zu 24 Fasern, die ich auf einmal verbinden kann. Das ist relativ charmant als Kabel, was hinten an ein Patchpanel geht zum Beispiel oder in irgendeine Box, wo dann vorne die kleinen Anschlüsse rausfallen. Das gibt es aber auch für bestimmte Optiken, das werden wir nachher noch sehen. Das würde ich sagen, ist eher so ein Datacenter-Ding. Jetzt haben wir schon gesehen, manche Stecker sind blau, manche sind grün. Das gilt auch für die Anschlüsse auf den Patch-Panels. Das Blau signalisiert, dass das Ende vorne, da wo die Faser drin steckt, von dem Plastikanschluss, das relativ gerade, so ein bisschen konvex abgeschnitten ist. Das heißt, dass die beiden Anschlüsse einfach plan aufeinander drücken und das Licht dann da drin weitergeleitet wird. Das hat den Vorteil, das ist relativ einfach, das hat den Nachteil, dass gegebenenfalls Reflexionen auftreten können. Das heißt, das eine Kabel schickt Licht hier rein und es reflektiert in das Kabel zurück. Dabei verliere ich natürlich ein bisschen was. Das möchten wir ja vermeiden. Wir wollen ja möglichst viel Licht an einer Seite reinstecken und an der anderen Seite soll es bitte wieder rauskommen. Da haben sich schlaue Menschen mal überlegt, hey, wir könnten ja diese Verbindung nicht gerade machen, sondern ein bisschen angeschrägt. Das sind diese grünen Stecker, das nennt sich Angled Physical Contact oder APC. Das ist eigentlich der Unterschied bei den Farben für die Stecker. Das heißt, wenn ihr einen grünen Patchpanel-Port habt, steckt da kein blaues Kabel rein, da keinen blauen Stecker rein. Das funktioniert dann nicht gut und das kann sogar Dinge ein bisschen kaputt machen. Das sieht man manchmal in der Schreibweise da unten, also der Stecker, der Anschlussart, Schrägstrich, wie ist diese Contact-Fläche gebaut. Sprich LC-PC sehen wir oben und E2000-APC sehen wir dann unten. Okay, jetzt haben wir Kabel. Jetzt muss da irgendwie ja Licht drauf.
Dafür gibt es ganz, ganz viele Transceiver. Da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Früher kannte man primär die GBICs, das waren relativ große Klötze. Aber GBIC ist eigentlich die spezifische Bezeichnung für Gigabit-Anschlüsse. Das heißt, danach hat sich noch sehr viel getan, wie wir sehen. Wir sind aktuell bei bis zu 400 Gigabit, die wir über so eine Faser schieben können. Und was die verschiedenen Optiken sind, wie die aussehen und was die so können, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das sind die ganz alten, das ist so von 95, mit denen habe ich früher auch viel hantiert. Das sind wirklich GBICs, die können auch nur ein Gigabit. Genau, wie Falk schreibt, das ist nur Gigabit. Die sind auch lange obsolet, die gibt es heute eigentlich nicht mehr. Also neu verbaut, die garantiert niemand mehr. Anschlussart RJ45, das ist das oben, da kann ich dann ein Kupferkabel reinstecken, SC oder irgendwas Proprietäres von Cisco zum Beispiel. Auch da wieder, das in der Mitte ist so ein Multimode-GBIC, das da drunter ist ein Single-Mode-GBIC, auch da wieder blau und schwarz, das heißt, hier gibt es auch so einen gewissen Color-Code, an den sich die meisten Hersteller halten. Das schwarz signalisiert meistens, dass es Multimode ist. Hier ist das zum Beispiel weiß, da ist es nicht schwarz und das Blau signalisiert, dass dann Single-Mode-Kabel rein soll oder dass es so eine 10-Kilometer-Optik ist. Das ist ein ganz guter Indikator, muss nicht, passt meistens. Die wurden abgelöst durch viel kleinere Module. SFP heißt auch Small Form Factor Pluggable, das ist dann ungefähr noch so groß wie ein Finger. Das von 2001. Wurde auch manchmal Mini-GBIC genannt, weil es genau damals die GBICs abgelöst hat. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Anschlüsse, üblicherweise RJ45, das ist das oben, das ist so ein bisschen Bastel-SFP, würde ich sagen. Ich habe einen Switch mit Moduleinschüben, brauche aber gerade mal einen Kupferanschluss und ganz viel mit den LC-Anschlüssen. Auch hier sehen wir, es gibt einen schwarzen Bügel bei SX und es gibt einen blauen Bügel bei LX. Und unten bei dem ZX, das ist so eine 80-Kilometer-Optik, sehen wir, dass der Bügel rot ist. Die Dinger können üblicherweise 100 Mbit als Downgrade, zumindest die Kupfervariante. Die gibt es, glaube ich, auch in Glasfaservariante für 100 Mbit. Und sie können Gigabit. Mehr geht nicht. Dann kam was ganz Großes, XANPEG. Ähnlich alt. Das hat SC-Anschlüsse, sprich den breiteren Anschluss. Oder CX4, das ist so ein komisches dickes Kupferkabel mit einem breiteren Anschluss für 10 Gigabit und das gibt es auch als Konverter, dass ich dann SFP Plus dann reinstecken kann. Das ist auch nicht mehr so richtig aktuell, die werden neu auch nicht mehr verkauft, das läuft so langsam aus, also vielleicht hat man noch irgendwo Infrastruktur damit. Ich hatte bis vor einem Monat so ein Ding nie in der Hand und das war auch nur Zufall, weil es bei einem Kollegen rausgeflogen ist in der Firma und ich das dann endlich mal gesehen habe. Das Ding kann nur 10 Gigabit. Bisschen später kamen die X2s raus, ist ein bisschen breiter, dafür ein bisschen kürzer. Die brauchen weniger Strom als ein XANPEG. Wir hatten es ja vorhin schon mal, dass 10 Gigabit Kupfer viel Strom braucht, also da passiert durchaus auch was. Das ist auch SC-Anschluss, auch der breite Anschluss, die Optik ist einfach breit genug. Auch dafür gibt es CX4 und auch da gibt es Konverter, dass ich das da reinstecken kann und hinten kommt dann oder vorne kommt dann SFP Plus raus oder zweimal SFP. Das muss der Switch allerdings können oder die Linecard können. Da gibt es durchaus, also da muss man sehr genau nachgucken, ob wenn der Switch mitmacht, kann da auch noch Gigabit rausfallen. XFP, das ist das, was ich die ganze Zeit hochhalte. Es ist ein bisschen größer als ein SFP. Unten haben wir so ein SFP als Vergleich, beziehungsweise SFP Plus. 2002, 2003 irgendwann, da habe ich keine so richtig genaue Zahl gefunden zwischen Standardisierung und was das wirklich gab. Und damit er stabiles Netz hat. So. Dann warten wir mal kurz, dass der Max wiederkommt.
Weil ich glaube, dadurch, dass Max gerade weg ist, sind auch die Slides weg. Genau. Ich könnte die sonst auch nochmal scheren. Ich warte aber lieber, dass Max wiederkommt und dann mit Anstand. Er hat den falschen Stecker gezogen und jetzt ist die Uni offline, weil er den JPEG gezogen hat. Nee, Max hat gar keinen Stecker gezogen. Ah, da ist er wieder. Zumindest vom Ton. Ja, er arbeitet am Bild. Wie schade. Da ist auch das Bild. Dann noch die Slides und dann geht's gleich weiter. Okay, wann bin ich denn rausgeflogen? Du bist rausgeflogen um 12.10 Uhr. Das war davor. Davor. Geh mal zurück. Ja, zack. Genau, bei den XFPs. Du hast gerade gesagt, dass die Linecard unterstützen muss mit den Dualoptiken. Glaube ich. Achso, nee, dann war es X2. Das kann man da mir jetzt sagen. Ich weiß nicht, was ich gespielt habe, aber ich weiß nicht, was ich sagen kann. Im Zweifelsfall haben wir Overlap, das ist nicht schlimm. Mach dann da einfach weiter. Da war noch eine Frage im Chat, ob eine Faser Daten immer nur in eine Richtung transportiert. Üblicherweise ja. Es gibt auch beides. Das nennt sich BD-Optiken. Dann habe ich in die eine Richtung 1270 und in die andere Richtung 1330 oder sowas als Wellenlänge. Das heißt, ich mache quasi auf einer Faser CWDM, also Coarse Wavelength Distribution Multiplexing. Ich schicke also Licht in die eine Richtung wieder zurück. BD-Optiken sind im ganzen FTTH-Umfeld relativ beliebt. Oder wenn ich, viele Kabel irgendwo hin transportieren muss, dann muss ich nicht so viele Fasern ziehen, dann kann ich immer nur eine nehmen. Was passiert, wenn du von der Strecke Multimode und Single-Mode-Fiber mischt? Ja, da kommt nicht mehr viel Licht hinten an. Das kann man versuchen. Manchmal geht es gut auf kurzen Strecken. Führt aber üblicherweise zu Chaos, genauso wie man nicht irgendwie 50 Mikrometer oder 62,5 Mikrometer Multimode mischen soll. Kann gut gehen, muss aber nicht. Üblicherweise gibt es Fehler drauf. Okay. Gut, dann zurück zu Max. Danke, dann gehen wir nochmal zu den XFPs. Ähnlich alt. Ist viel kleiner als so ein X2. Aber ein bisschen größer als ein SFP bzw. SFP Plus. Ist auch abgelöst durch SFP Plus. Da stecke ich einen LC-Stecker rein. Die Dinger sind einfach kleiner, da passt das gut. Die können wirklich nur 10 Gigabit. Das ist das, was ich hier die ganze Zeit hochhalte. Die sind einerseits so ein bisschen obsolet, andererseits aber noch aktiv. Also es gibt heute noch Cisco-Router, die ich kaufen kann, gerade so ASR 9000, wo ich XFPs reinstecke. Mir ist unklar, warum, aber es ist noch so. Ja, aber ich glaube, Juniper hat das auch, so die MX80 noch. Ich glaube, die wird auch noch verkauft. Ich glaube, die 104 hat, glaube ich, auch noch XFPs. Aber ich glaube, da wird man nicht mehr viel Neues von sehen. SFP Plus, das ist eigentlich so der de facto Standard für 10 Gig. Ist genauso groß wie SFP, ist auch kompatibel zu SFP. Ich kann in einen SFP Plus Port auch ein altes 1 Gigabit SFP stecken, das funktioniert üblicherweise. Ich kann auch, wenn ich hier so konfigurierbare Optiken habe, wie von Flex Optics zum Beispiel, kann ich sogar den Optiken hier sagen, dass es eine 1 Gigabit Optik sein soll. Also ich kann die per Programmierbox zu einem 1 Gigabit runter konfigurieren. Auch damit kann ich es dann in den SFP Port stecken. Die gibt es mit RJ45-Anschluss, hat man vorhin schon mal gesehen, auch für 10 Gigabit. Die gibt es für LC, die gibt es für DAC, das ist das obere und untere, wo wirklich das Kabel fest drin ist. Und es gibt AOC, dafür später noch ein bisschen mehr. Das ist wirklich so Schüttware mittlerweile. QSFP Plus. Jetzt ist ein bisschen Buchstabenschlacht angesagt. Das sind so die Entwicklungen der letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahre. QSFP Plus, das Q steht für Quad, das heißt, ich habe hier etwas, was 4x10 Gigabit kann. Man wollte damals auf 40 Gig hoch und hat sich gedacht, okay, 10 Gig können wir, machen wir das doch mal 4x auf 4 verschiedenen Farben oder irgendwie geslottet. Daraus ist das QSFP Plus geworden. Das heißt, das kann 10 Gig und 40 Gig. Das gibt es mit den Geschmacksrichtungen LC mit MTP für verschiedene Fasern. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel wahrscheinlich 8 Fasern.
Oder DRC, AOC gibt es dafür auch. Ist ein bisschen größer als ein SFP, ist noch ein anderer Formfaktor als das XFP, wobei die von der Größe her ungefähr vergleichbar sind. QSFP. Ich habe auch bei den QSFP Plus so komische Breakouts von einmal 40 auf 4x10 Gigabit. Das muss aber auch dann der Switch können. Genau, da gibt es sogar entsprechende Kabel. Das heißt, ich stecke einmal LC oder irgendwas oder MTP in die Optik und habe hinten 4x LC Duplex, wo ich 10 Gigabit anschließen kann. Genau, mit den QSFPs kommen so Schweinereien. QSFP 28 ist die gleiche Idee, allerdings habe ich jetzt nicht 4x10 Gigabit, sondern 4x28 Gigabit. Realiter nutzbar 4x25 plus Overhead. Ist genauso groß und ist auch kompatibel zu einem QSFP Plus. Auch da kann ich wieder Fanout machen, 4x10, 4x25. Auch da gibt es wieder die üblich verdächtigen Konnektoren, aber ich bin jetzt auf einmal bei 100 Gigabit angekommen. Daraus ergeben hat sich dann das SFP 28. Gerade hatten wir ja die 28 respektive 25 Gig neu. Da hat man sich überlegt, auch 25 Gig ist doch auch schick. Das kann man auch in SFP-Größe bauen. Und auf einmal habe ich einen SFP 28, der wieder kompatibel ist zu SFP Plus. Und kann da Optiken reinstecken in diesen Anschluss, die 1 Gig, 10 Gig oder 25 Gig können. Und kann dann auch 25 Gig Optiken kaufen mit derselben Größe. Das heißt, ich muss relativ wenig tauschen, je nachdem, was ich für Hardware habe. Also es gibt aktuell Switcher, die können 10 und 25 Gig respektive 1 Gig. Das heißt, da kann ich alle möglichen Optiken reinstecken für diese drei Geschwindigkeiten. DDQSFP, Double Density hätte das heißen sollen, Quad SFP. Da habe ich 8 Kanäle drin von 50 Gigabit. Das ist dieselbe Größe wie der ganze QSFP-Kram und auch da kann ich wieder Fanout machen auf 4x100 Gigabit und habe die üblichen Anschlüsse. Ich glaube, das kann dann 100 und 400 Gigabit, vielleicht sogar auch 50. Sowas hatte ich tatsächlich noch nie in der Hand. Das kostet dann auch richtig viel Geld. Mal so zum Vergleich, die 1 Gigabit SFPs liegen so bei paar 20 Euro, die 10 Gigabit SFP Plus liegen bei Multimode bei um die 30 Euro, bei Single Mode um die 50, 60. 25 Gigabit sind wir, glaube ich, bei 100, 200 Euro, wo das losgeht. 40 Gig wird sehr schnell teuer, 100 Gig sind wir dann bei 300 bis 800 Euro und die QSFPs fangen, glaube ich, unter 800 gar nicht erst an. Also 400 Gigabit Transceiver sind sackteuer. Genau. Okay, kleiner Ausblick. Falk hatte gerade schon was von CWDM erzählt. Bisher haben wir eine Verbindung zwischen zwei Optiken. Aus der einen Optik geht das Licht raus, in die andere geht es wieder rein. Je nachdem, welche Wellenlänge die Optik hat. Was ich noch machen kann, mit dem Single Mode haben wir ja einen größeren Bereich. Das heißt, ich benutze eine Single Mode Faser, die hier steckt hier links unten, da wo Line dran steht. Und habe in dieser Kiste, das ist wirklich nur passiv, das Ding hat keinen Strom, quasi einen Prisma. Aus dem Physikunterricht kennt man vielleicht noch dieses Prisma-Experiment. Ich leuchte mit weißem Licht auf so ein Prisma und hinten fällt ein Regenbogen raus. Und das sind dann die verschiedenen Wellenlängen, die da rauskommen. Hier benutzt sind 1270 und 1290. Also unten links ist der 1290-Anschluss bei den 8 Ports rechts. Die gehen oben auf den Switch. Die beiden linken Kabel sind die, die bei rechts unten ankommen. Das heißt, ich habe über eine 10-Gigabit-Strecke mit 200-300 Euro Einsatz pro Seite, das ist so ein Flex-Optics-Multiplexer, auf einmal 8 Kanäle, die ich benutzen kann. Also 8 mal 10 Gigabit oder wahrscheinlich auch 8 mal 25. Da geht deutlich mehr. Die Optik sieht dann entsprechend so aus. Das heißt, die Optik muss wissen, für welche Wellenlänge ist sie da. Hier steht jetzt drauf 1270 Nanometer. Die muss natürlich auf beiden Seiten passen. Das ist jetzt eine ER-Optik, Extended Range. Das heißt, da kommen wir bis zu 30, 40 Kilometer. Das aber nur als kleiner Ausflug. Unten ist ein Link zum Blog von fs.com. Die haben eine schöne Erklärung, was CWDM und DWDM ist. Dann habe ich noch ein paar Fragen aufgetaucht. Nee, ich glaube, die sind soweit geklärt. Nur, dass der Überblick halt
jetzt einen Stapel Optiken habe, muss ich halt gucken, was habe ich da, was brauche ich da. Aber so üblich ist so das Shitboot mit 10 Gigabit SFP plus Multimode, orange Kabel dran, fertig. Üblicherweise auch LC-Stecker, E2000. Aber bitte hellblaue Kabel dran. Ja, oder hellblaue Kabel dran. Oder pinke. Oder pinke, wenn man hat. Ja. Genau. Dann haben wir die ganze Zeit schon was von DAC erzählt. Das ist so ein Direct Attached Cable. Das heißt, da ist die Optik rechts und links einfach, also eine Optik gibt es an der Stelle nicht, da ist der Transceiver rechts und links einfach fest dran. Das heißt, das kaufe ich mit einer bestimmten Länge und die Länge kann ich auch nicht mehr ändern. Das gibt es von 1 Gigabit bis 400 Gigabit, wobei natürlich mit mehr Datenraten die Kabel dicker und starrer werden. Das ist viel billiger, als das per Glas zu bauen. Das ist natürlich auch relativ einfach. Ich habe ein Kabel, stecke das rechts und links in irgendwelche modularen Dinge, sei es eine Netzwerkkarte oder sei es ein Switch. Und dann funktioniert das optimalerweise. Und da muss ich gegebenenfalls aufpassen, weil manche Hersteller dann ein bisschen doof sind und auf das Branding achten. Das hier von Flex Optics kann ich konfigurieren rechts und links. Das heißt, eine Seite sieht so aus wie zum Beispiel einen Cisco-Anschluss, also dass es ein Cisco-Kabel wäre, was ich dann in das Cisco-Gerät stecke, was gerne eine Cisco-Optik oder ein Cisco-Kabel haben möchte, um sich wohlzufühlen. Klammer auf, um nicht zu meckern, Klammer zu. Und die andere Seite konfiguriere ich zum Beispiel so, dass sich eine Mellanox-Netzwerkkarte damit wohlfühlen könnte. Wenn ich jetzt ein Kabel von Cisco kaufe, die das natürlich auch tun, für deutlich mehr Geld, ist ja schließlich ihr Logo drauf, dann kann es mir passieren, dass die Gegenseite das nicht mag. Wir hatten früher mal Stress mit HP Blade Centern und Cisco Switchen. HP vertickt DAC-Kabel und Cisco vertickt DAC-Kabel. Jeweils der andere wollte die nur nicht benutzen. Ich glaube, HP hat irgendwann nachgegeben. Hat aber auch leider ein paar Nachteile. Die Dinger sind relativ starr, wenn es dickere Bandbreiten werden, so 40, 100 Gigabit. Das heißt, ich habe einen ziemlich dicken Kabelbaum und das macht dann primär nur Sinn innerhalb desselben Racks oder vielleicht, wenn ich es einmal oben übers Rack rüberschmeißen kann zum Daneben. Für weiter würde ich das nicht benutzen. Die gibt es auch, glaube ich, nicht in beliebig langer Länge. Da es rein elektrisch ist, bezahle ich das ein ganz klein bisschen mit der Latenz. Je länger das Kabel, natürlich mehr Latenz. Und EM-Strahlung, also elektromagnetische Störungen von außen, können diese Kabel tatsächlich beeinflussen. Das habe ich mit Fasern natürlich nicht. So ein Zwischending zwischen klassischer Optik und DAC ist Active Optical Cable, was letztlich nichts anderes ist als zwei Optiken und ein dran geklebtes Kabel. Das heißt, bei der Bestellung muss ich auch angeben, wie lang soll es denn sein. Die gibt es dann auch mit 100 Meter oder so, zum Beispiel bei Flex Optics. Aber wenn ich die verlegen muss, habe ich halt an einer Seite immer die Optik, die ich durch die Gegend ziehen muss. Das heißt, das braucht natürlich Platz und das kann ich nicht durch beliebig dünne Kabeltrassen durchschieben. Hat den Vorteil, ich muss nicht mit Optiken rumhantieren, also ich muss mir nicht passende Sachen zusammensuchen, ich bestelle mir das einfach passend. Und ich muss nichts putzen, da kommt kein Staub rein, der Stecker passt und es ist auch immer richtig gedreht. Das ist ja auch so ein Glücksspiel, wenn man Glasfasern steckt, habe ich es richtig rumgedreht. Und bei höheren Bandbreiten wird das dann auch günstiger, als das alles manuell zu kaufen. Nachteil ist, auch das würde ich nur zwischen benachbarten Racks benutzen, auch wenn es 100 Meter gibt. Ich glaube, die würde ich nicht durch die Gegend ziehen wollen. Das ist einfach unpraktisch. Genau, das wäre so der Überblick über die ganze Kabellage. Dann übergebe ich wieder an Falk, der einen Layer höher geht und erklärt, was Ethernet so tut. Ja, Ethernet. Jetzt haben wir gesehen, wie die Physik unten drunter aussieht. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Bits da oben drüber aussehen. Machst du mal eine Slide weiter? Wir haben ja Ethernet Frames. In dem Fall bisschen was zur Geschichte. Entwickelt wurde das so zwischen 73 und 74 bei Xerox. Da haben sich Leute schlaue Dinge ausgedacht, weil die so komische Computer gebaut haben, die Altos, und die mussten sollten miteinander reden können, damit man zum Beispiel E-Mails hin und her schicken kann und so weiter. Inspiriert wurde das Ganze von AlohaNet. Das ist so ein Packet Radio Network, das die Universität in Hawaii erfunden hat. Die haben dann mit 9600 Bit pro Sekunde nach links und rechts gefunkt. Und
MCD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Das ist aber mittlerweile auch historisch, weil wir im Ethernet eigentlich kein Shared Medium mehr haben. Das erste Ethernet hatte 2,94 Megabit pro Sekunde und seit 1980 wurde es dann standardisiert auf 10 Megabit. Das war damals fürchterlich schnell, sodass zum Beispiel Sun Workstations auch die Möglichkeit hatten, übers Netzwerk zu swappen, wenn sie keine lokale Platte hatten. Das heißt, sie hatten ihr Swap-File irgendwo auf dem NFS. Und das war damals gigantisch schnell. Standardisiert wurde das Ganze 1983, damit man einen verlässlichen Standard hatte, weil zu dem Zeitpunkt gab es so diverse Firmen, die andere Standards rausgebracht haben, weil na, man kann ja auch mal ein Netzwerkprodukt entwickeln und sich damit abhängig machen. Also die IBM hat zum Beispiel einen Tokenring, dann gab es noch ein ARCnet, ähnliche Sachen. Und Ethernet ist dann 1983 zum Standard geworden. Heute üblich sind bei Ethernet so, haben wir gesehen, Geschwindigkeiten von einem Gigabit. Das ist das, was eigentlich mittlerweile jeder irgendwo am Arbeitsplatz oder am Arbeitsplatz hat oder am Rechner. Uplink-Server sind so 10 bis 40 Gigabit. Bei Servern setzen sich so langsam die 25 Gigabit durch. Wir sind bei bis zu 400 Gigabit, die verfügbar sind. 800 Gigabit sind schon in der Mache. Da werden wir wohl nächstes Jahr die ersten Produkte sehen. Ja, und Kupfer oder Multimode, Single Mode, Fiber, da haben wir gerade länglich drüber gesprochen. Wie sieht so ein Paket, wie sieht so ein Frame nur aus? Ich habe vorne eine Preamble, die sagt, hallo, ich bin Ethernet. Damit synchronisieren sich Sender und Empfänger auf das, was hinterher kommt. Das ist ein spezielles Bitmuster. Dann habe ich so einen Start-of-Frame-Delimiter. So, jetzt geht's aber richtig los. Dann kommen Source- und Destination-MAC-Adressen. Wo kommt's her? Wo geht es hin? Dann kommt ein Ether-Type. Was bin ich eigentlich? Dann kommt Payload oder wie wir Netzwerker gerne sagen, Overhead. Und dann kommt die Frame-Checksum. Das heißt, es gibt für das ganze Paket eine Checksumme. Damit auch der Switch gucken kann, ob es richtig übertragen worden ist. Machst du mal eine Slide weiter? Jetzt kennt bestimmt jeder von euch so Switcher und so weiter. Das hat ja ein bisschen Vorgeschichte. Damals, als es noch das gute alte gelbe Kabel gab oder die kleinen BMC-Kabel, hatte man irgendwann das Problem, dass so ein Segment eigentlich nur 100 Meter lang werden durfte. Ah, danke. Weil, ich sag mal, irgendwann ist mit Strom auch mal genug mit dem bisschen, was da läuft, und dann werden die Signale ein bisschen komisch. Was Repeater eigentlich machen, sie nehmen das Signal auf der einen Seite und verstärken es auf die andere Seite. Ganz stumpf. Links rein, rechts verstärkt wieder raus. Das heißt, ich habe eine vergrößerte Broadcast-Domain, das heißt, Broadcasts kommen auf beiden Seiten des Repeaters an. Und ich habe eine größere Collision-Domain. Das heißt, ich muss auf beiden Seiten hören, ob da schon jemand spricht, weil Repeater werden bei Shared Medien benutzt, sprich 10Base2, 10Base5. Also ne? Das Ding mit den BNC-Steckern. Das ist so ein schöner Bus, da kann jeder drauf hören. Dann hat irgendwann jemand gesagt, so bei einer bestimmten Menge Rechner, die immer hören müssen, irgendwie ist das doof, wenn so eine Collision-Domain immer weiter wächst. Dann hat jemand Bridges erfunden. Bridges sind ein bisschen intelligenter als Repeater. Ein Repeater kann ich irgendwie diskret mit ein bisschen Elektrik aufbauen. Bei einer Bridge muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken, weil die Bridge halt entsprechend Frames zwischenspeichert und auf der anderen Seite wieder rauswirft. Und die muss auch so ein bisschen wissen, was links und rechts von ihr hängt. So eine Bridge erweitert eine Broadcast-Domäne, sprich, da gehen Broadcasts durch. Aber ich habe zum Beispiel, meine Collision-Domäne ist nur die eine Seite der Bridge. So, eine bestimmte Regel für Bridges ist, ein Frame, der links reinkommt, darf nur rechts wieder raus. Das heißt, zum Beispiel ein Broadcast darf nicht auf dem Port wieder rausgehen, wo er reingekommen ist, weil ansonsten habe ich da, wenn ich zwei Bridges falsch verschalte, ganz schnell sowas wie ein Broadcast
Wenn man das falsch macht, wie die Kollegen beim AMSIX oh Gott, 3 Jahren oder so, die haben sich da einen 100-Gigabit-Loop gebaut. Und damit kann man sehr schnell Pakete sehr gut beschleunigen und sehr viel lahmlegen. Das hat irgendwie den AMSIX, glaube ich, für eine gute Stunde lahmgelegt. Also da muss man tatsächlich dann aufpassen. Magst du nochmal genau? Dann gibt es dann aus den Repeatern und Bridges sind Hubs und Switches geworden. Hubs waren zu Anfang ich sag mal, vom 10Base2-Netz, also von dem üblichen 10Base-T-Netzwerk, gab es zu Anfang Hubs, die waren relativ günstig herzustellen, da musste nicht viel Intelligenz rein. Und dann hatte ich aus meinem Sternennetzwerk plötzlich wieder so ein Busnetzwerk gebaut, weil alles überall rausgekommen ist. Die Bridge in Linux kommt genau daher, genau. Was ist ein Switch? Ein Switch ist eine Multiport-Bridge. So, das heißt, so ein Switch kann genau drei Dinge tun mit Frames: Forward, Replicate oder Drop. Forward ist, ich muss das irgendwo an den Port rausschmeißen, wo ich das gelernt habe. Replicate heißt, ich habe ein Broadcast-Paket, das muss ich überall rausschieben. Und Drop heißt irgendwie, da ist Schrott angekommen, den schmeiße ich weg. Gut. Momentan nutzen wir eigentlich nur noch Switches. Es gab auch damals diese, weiß nicht, wer sich noch erinnert, aber es gab mal Dual-Speed-Hubs, die konnten 10 und 100 Megabit. Da saß dann eine kleine Bridge zwischen dem 10-Megabit-Segment und dem 100-Megabit-Segment. Ja, die konnten dann entweder ohne, die hatten so 5 Ports für 10 Megabit und 5 Ports für 100 Megabit und vielleicht noch so einen BNC-Anschluss hinten dran. Das Zeug war damals sehr, sehr abenteuerlich. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es das nicht mehr gibt, dass wir heute nur noch mit Switchen reden. Grund für einen Loop? Nee, das war falsches Portstecken. So, das heißt, man sollte so ein bisschen wissen, was da mal passiert ist, damit man weiß, warum das heute so ist. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ja, aber wie gesagt, heute sind wir nur noch bei Switches da. Ich glaube, Hubs habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe noch einen im Keller, damit man das so als Schnüffelstück mal irgendwo dazwischen werfen kann. Aber da kommen dann auch nicht mehr wie 100 mit durch. Genau, also es gibt auch keine Hubs mit mehr als 100 Megabit. Bei 100 Megabit fand damals der Schwenk zu Switches statt und alles darüber, 1 Gig bis zu 400, 800 Gig, ist alles nur noch geswitcht. Ansonsten würde man da keine brauchbaren Datenraten mehr durchkriegen. Genau, weil ich Noch habe ein Satz zur Technik. Wie funktioniert das? Da steht ja Forward. Da dachte ich dann gerade an Store und Forward, beziehungsweise es gab einen Souffleur, der daran dachte. Das heißt, der Switch nimmt diesen Frame an, guckt an, wo muss er hin und schickt ihn weiter. Das heißt, er muss ihn kurz zwischenspeichern. Dafür brauchen die Dinger Buffer. Und auch das ist ein Merkmal, wenn es wirklich um High-Performance-Netze geht, dann muss ich Kisten kaufen mit sogenannten Deep-Buffers, also die einfach viel Speicherplatz haben, viel im Sinne von Megabyte-weise Speicherplatz haben, um Daten zwischen zu puffern. Genau. Noch was, ein bisschen was zur Historie. Es gab damals Half-Duplex und Full-Duplex. Half-Duplex wurde an Hubs verwendet, weil ich musste entweder hören, ob jemand spricht, oder ich konnte selber sprechen. Full-Duplex konnte ich an Switches verwenden und konnte dann gleichzeitig hören und sprechen als angeschlossene Station, beziehungsweise die Gegenseite genauso. Das hat es natürlich dann so ein bisschen schneller gemacht, weil ich halt, ja, Cisco verkauft sowas immer gerne als, ja, jetzt mit 200 Megabit Ethernet. Warte, das ist ein 100 Mbit-Anschluss. Wir haben einfach beides zusammengerechnet. Das passiert manchmal noch gerne. Gerne so auch bei Backplane-Geschwindigkeiten. Machen tatsächlich viele Hersteller. Also da muss man genau hingucken, was sie meinen. Manchmal ist es angesagt, diese Werte zu halbieren. Genau. Wie gesagt, heute haben wir Gigabit Full Duplex üblicherweise irgendwo an den Switch angeschlossen. Auf Glasfaser findet gar kein Halbduplex mehr statt, weil ich eh nur noch Punkt zu Punkt Links habe. Und Ethernet ist heute auch nur noch Point to Point. Das
Strecke zwischen Switch und Rechner gehört den beiden alleine. Da quatscht denen keiner rein. Gut, machst du mal einen weiter? Wie sieht denn so eine Ethernet-Adresse eigentlich aus? Das ist eine 48-Bit-Hexadezimalzahl üblicherweise. Die Schreibweisen variieren je nach Hersteller. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 unterschiedliche Schreibweisen. Standardmäßig ist es immer so 2 Hexzahlen und ein Doppelpunkt dazwischen. Und davon 6 Stück. Wozu ist die Adresse gut? Ich habe ja aus der Historie ein Shared Medium, das heißt, da quatschen viele Leute gleichzeitig. Und ich muss ja wissen, mit wem ich reden will. Also hat man diese Media Access Control Adressen erfunden. Sprich, die wurden damals schon erfunden, damit die Leute wissen, also damit die Stationen wissen, mit wem sie reden dürfen. In den 6 Oktetten habe ich ganz zu Anfang, habe ich die ersten 3 Oktette sind so ein Organization Identifier, damit kann ich tatsächlich den Hersteller der Netzwerkkarte ausfindig machen. VMware hat zum Beispiel eine eigene OUI für ihre virtuellen Maschinen. Das ist 005056. Da kann man mal ganz kurz sehen, okay, das ist VMware, das ist eine virtuelle Maschine. Sun hatte lange Zeit mal 000820. Die kann ich auch noch auswendig. Selbst KVM hat was, also sprich die Virtualisierung im Linux-Kernel hat 005254. Also selbst Softwarehersteller kriegen tatsächlich eigene MAC-Adressen für virtuelles Zeug. Okay, gilt für VMware ja genauso. Und das sollte üblicherweise, also in meinem Netzwerk, sollte eine MAC-Adresse unique sein. Dem Hersteller 3.com ist irgendwann in den 90ern mal ein großer Fehler unterlaufen. Die haben eine Serie von Netzwerkkarten aufgelegt, die alle die gleiche MAC-Adresse hatten. So, das heißt, ich habe irgendwie einen Stapel Netzwerkkarten gekauft, die in meinem Netz verbaut und sie hatten alle gleich die gleiche MAC-Adresse und gar nichts hat funktioniert. Es gibt noch so 2 wichtige Bits bei den Adressen, und zwar ist es das erste und das zweite Bit im ersten Oktet. Das erste Bit, also Bit 0, sagt, hallo, ich bin ein Unicast-Paket oder ich bin ein Multicast-Paket. Und das zweite Bit sagt, ich bin globally unique oder ich bin locally administered, weil ich kann ja meine MAC-Adresse auch selber setzen, wenn ich möchte. Das tun zum Beispiel Mobiltelefone, wenn man diesen Privacy-Modus aktiviert hat. Die würfeln dann bei jedem WLAN irgendwie ihre MAC-Adresse neu. Das gibt's auch. Da ist dann halt dieses zweite Bit auf 1 gesetzt. Warum das erste Bit zwischen Unicast und Multicast unterscheidet, ist ganz wichtig, damit der Switch gleich weiß, wo muss es denn hin? Weil ein Broadcast muss halt an alle Adressen und Unicast muss halt nur an eine Zieladresse. Max hat vorhin schon Storm Forward erwähnt. Das gab damals, gab es mehrere Switching-Technologien, so auch zum Beispiel auch Cut-Through, wo der Switch sich die ersten 64 Bytes vom Paket angeguckt hat, gesagt hat, ja, sieht richtig aus, wird wohl schon stimmen. Also hatte quasi ein Frame-Checksum, Source and Destination, MAC-Adresse und ein Ethertype und hat dann angefangen, den Rest irgendwie einfach zu forwarden. Und dadurch, dass das erste Bit dann 0 oder 1 ist, konnte man relativ schnell entscheiden, wo es denn hin muss. So. Wie sieht sowas auf der Kommandozeile aus? Machst du mal eine weiter? Ich habe auf dem Linux, kann ich mir meine Links angucken mit IP-Link oder IP-Link-Show. Da sehe ich meine ganzen Schnittstellen. Ich habe mein Loopback-Interface, das ist immer da, das hat auch gar keine MAC-Adresse. Das brauchst du auch nicht. Dann habe ich mein ETH0. Das ist in dem Fall, sagt das No Carrier Broadcast Multicast ab. Das heißt, das Gerät kann Broadcast und Multicast. Es ist ab, aber es hat kein Signal, also da steckt kein Kabel drin. Deswegen ist es down. Und ich habe da unten meine Link Ether-Adresse mit 705A0F und so weiter. Das ist dann quasi meine MAC-Adresse. Dann
Wireless Interface. Das ist tatsächlich up. Das sagt unten auch Lower Up. Sprich, da ist irgendwie so ein WLAN-Signal. Lower Up ist in dem Fall Layer 1, beziehungsweise ja, doch eigentlich Layer 1. Und da habe ich dann auch meine Link-Ether-Adresse, ne? Obwohl WLAN eigentlich ganz anders funktioniert als Ethernet, benutzen die beiden trotzdem MAC-Adressen, damit es zumindest irgendwie für die Schicht drüber ähnlich aussieht. So. Kommen wir noch zu einem weiteren. Machst du noch mal eine weiter? Spanne bauen? Wir hatten ja vorhin das Problem, dass wir so Loops in Netzwerken bauen können. Das heißt, wenn ich hier so oben meine Rechner, also meine Switche im Kreis schalte, sage ich ja, okay, das Broadcast-Paket darf auf oder muss auf allen Ports außer dem eingehenden raus. Wenn ich so vier Switche im Kreis geschaltet habe, passiert es üblicherweise, dass die Broadcast-Pakete durch einen anderen Switch wieder am eingehenden Port einkommen und ich mir quasi einen Loop gesteckt habe. Dann hat, jetzt muss ich überlegen, Raja Perlman irgendwann in den 80ern, Ende der 80er, glaube ich, so ein schönes Gedicht geschrieben über ein Spanning Tree. Und das Protokoll baut halt das Netzwerk als Baum auf. Das sieht man unten im Bild irgendwie relativ gut. Die Switche schicken BPDUs hin und her, die sagen, hey, guck mal, ich habe eine Priorität von X, meine MAC-Adresse ist Y und können dann entsprechend für sich selber entsprechende Bäume aufbauen. Es wird eine Rootbridge gewählt, die ist immer ganz oben, also quasi die Wurzel des ganzen Baumes. Der Baum steht so ein bisschen auf dem Kopf. Und von der Rootbridge ausgehend kann man die niedrigsten Fahrtkosten kalkulieren. Das heißt, ich habe zum einen, wenn ich unten mir mal diese 92 in der Mitte angucke zwischen B, D und E, da steht so ein RP, BP und DP dran. RP ist mein Port zur Rootbridge. BP ist ein Blocked Port, weil ich darüber einen Loop bauen würde. Und DP ist ein Designated Port, das heißt, der forwardet irgendwie in weitere Segmente. Und ich kann den ganzen Spannebaum von Hand berechnen. Was man machen sollte bei dem Ganzen, ist, man sollte tatsächlich eine Rootbridge festlegen und nicht einfach eine wählen lassen. Das kann ich über die Bridge Priority machen. Dazu malt man sich am besten mal sein Netzwerk auf, so auf Papier, und sieht dann üblicherweise, okay, wenn ich einen Baum bauen würde, da wäre die Mitte oder da wäre die Wurzel. Und da kann ich dann meine Rootbridge entsprechend platzieren. Man sollte Spanning Tree nur ausschalten, wenn man wirklich, wirklich weiß, was man tut oder Takt heißt. Ja, der Takt wettert doch immer gegen Spanning Tree. Nein, also man sollte es nur ausschalten, wenn man wirklich, wirklich weiß, was man da tut. Weil das Ganze ist so ein Sicherheitsmechanismus, der es durchaus verhindert, dass man sich in den Fuß schießt. Im Chat kam gerade hoch, warum man Loops machen sollte. Klar, wegen Ausfallsicherheit. LACP ist in der Regel sinnvoller, das ist richtig. Allerdings, als Spanning Tree erfunden wurde, gab es noch gar kein LACP. Das wusste man noch nicht. So. Es gab auch noch keinen, ich glaube, es gab auch noch keine Ether-Channel, die kamen auch erst später. Deswegen hat man tatsächlich redundante Verbindungen genutzt. Noch etwas, was gerade im Chat hochkam, man sollte aufpassen, wenn man Switche zusammenstöpselt, ob sie alle Spanning Tree können oder nicht. Wenn ich dazwischen nämlich einen Switch habe, der es nicht kann, dann taucht er in dem Spanning Tree Baum ja quasi nicht auf. Richtig. Das kann auch zu sehr lustigen Effekten führen. Ja, da sollte man dann irgendwie keine anderen Switche anschließen. Also das kann gut gehen, muss aber nicht. Also da sollte man ja gucken. Das NOC möchte, dass man, noch eine Frage im Chat, das NOC möchte, dass man Spanning Tree ausschaltet. Das hat den Grund, dass du mit deinen Spanning Tree Informationen nicht anfängst, irgendwie den Rest des Netzes zu verwirren. Beziehungsweise das NOC fährt im Hintergrund eine VPNS-Topologie, die ohne Spanning Tree auskommt. Und
Raketen den Rest des Netzes ziemlich in den Wahnsinn treiben kann. Also der Hintergrund ist da die üblichen Chaos-Veranstaltungen, das NOC ist mit Sicherheit gemeint. Und da ist das Netzwerk halt eher etwas komplizierter gebaut mit viel mehr Layern of Magie, die sich dann darum kümmern, dass das nicht explodiert. Genau. Und da ist da auch kein Spannebaum an, weil die Jungs wissen, was sie tun. Dann kam noch, STP ist ein ganz klein wenig weniger performant. Das ist richtig, weil ich bei, wenn ich redundante Links bei Spanning Tree habe, immer einer davon aus ist oder aus sein muss. Das heißt, ich verschenke quasi Geld. Ich zahle für die Strecke gegebenenfalls, ich zahle für die Optiken und ich kann sie nicht benutzen. Genau. So, ich glaube, dann sind wir mit dem Spannebaum auch schon durch. Genau, du hattest gerade was schon erzählt zu Ether-Channels. Genau, kommen wir zur Link-Aggregation. Weil man hat sich ja irgendwann gedacht, so, wir haben diese 100 Megabit-Links und wenn wir da ganz viele Server mit 100 Megabit angeschlossen haben und aus dem Server nur mit 100 Megabit rauskommen, ist das doof. Auch wieder so ein bisschen Historie. Also kann man mehrere Links zu einem Channel zusammenschalten. Angefangen hat er mit Calpana oder Cisco. Die haben gesagt, pass mal auf, wir machen statischen Port-Channel. Das heißt, wir haben einfach vier Links und dann zwei Links bis zu acht zu einem zusammengedengelt. Damit habe ich einen redundanten Layer-2-Link. Das heißt, ich habe mehrere Kabelwege. Ich erhöhe meine Bandbreite. Und ja. Bekannt ist das Ganze als LAG, Link Aggregation Group. Bei Linux heißt es Bonding, weil Bonding unter Linux noch mehr macht als nur Link Aggregation. Da kann ich auch ein Active-Passive machen. Bei Juniper heißt es Aggregated Ethernet, bei Cisco Port Channel. bei Dreicom und HP und Huawei heißt es Trunk oder ETH Trunk. Dann gibt es noch dieses seltsame Nick-Teaming, was der TeamD mit Red Hat zum Beispiel jetzt tut. Das ist eine Alternative zum Linux-Bonding. Machst du mal einen weiter? Es gibt das ganz Einfache, also multiple Links zu einem zusammenknoten. Das ist entweder der Cisco Ether-Channel mit Mode On, ohne irgendwelche Protokolle da drauf, die gucken, ob es denn auch ob die Gegenseite richtig konfiguriert ist, ob die Gegenseite ein oder mehrere Switches sind, kann man beliebig viele Probleme stecken. Oder auch wenn man Media-Converter dazwischen hat, also dieses einfache Bonding und dieser einfache Ether-Channel guckt halt nur auf seinen Link-Status, ob das da ist und schickt es dann durch die Gegend. Und weiß überhaupt nicht, wie die Gegenseite konfiguriert ist. Das ist so ein bisschen YOLO-Networking. Mal gucken, ob es ankommt. Mit Glück ja, Pech hat auch nicht. Also wenn man Pech hat, ist das ein schwarzes Loch, in das man was reinschickt. Genau. Oder man hat so Effekte wie geht nicht. Oder eines von vier Paketen geht nicht. Also drei gehen, das vierte geht nicht. Das kann gerade mit irgendwie so UDP zu lustigen Effekten führen. Das heißt, so ein Video bleibt dann mal so jeder dritte Frame irgendwie weg. Und dann fängt es an zu hoppeln. Machst du nochmal einen Wetter? Müsste man nicht zu LACP kommen, genau. Link Aggregation Control Protocol. Finde ich total super. Weil damit kann ich nämlich tatsächlich multiple Links zusammenknoten und also bis zu acht. Und die Gegenseite weiß, wer da ist. Das heißt, die Gegenseite hat auch eine MAC-Adresse und eine ID. Das heißt, ich kann auch auf einer Seite feststellen, okay, habe ich denn auch wirklich alle Ports in denselben Switch auf der Gegenseite gesteckt? So, bei Link Aggregation mit jeweils zwei Geräten, das nennt sich MLAG und ist ein bisschen speziell und auch, ja, neu ist es nicht mehr, aber relativ komplex eigentlich. Üblicherweise nutzt man LACP-Channel zwischen ja, einem Server und einem Switch oder einem Server oder zwischen zwei Switchen oder ähnlich.
Sekunde oder alle 30 Sekunden Linkpulses hin und her schickt, also Keep-Alive-Paket hin und her schickt, um zu gucken, ob denn auch jedes Interface wirklich ab ist, ob meine Gegenseite noch da ist oder ob ich da eventuell Links aus dem Bundle rausnehmen muss. Ich habe zwei Modi, ich habe Active und Passive. Active heißt irgendwie, ich möchte immer einen LACP-Channel machen. Das heißt, eigentlich will man LACP Active mit Fast Links, also mit Fast Keep-Alives. Dann gibt es noch die Passive-Variante mit, ja, ich guck mal, ob sich da jemand anstecken möchte, der vielleicht einen Channel bauen möchte. So. Kann man auch machen. Ist eine Möglichkeit, das auf Switches zu konfigurieren, damit die Server-Admins dann irgendwie ihre Kisten dran stecken können, beziehungsweise im Boot-Prozess ihr, also einen von zwei Channel, Links zur Verfügung haben, damit sie vom Netz booten können, um dann nachher einen LACP-Channel darauf zu bauen. Da gibt es aber diverse Einstellmöglichkeiten. Soweit zu LACP. Jetzt haben wir noch Multi-Chassis-Link-Aggregation. Jetzt wird es komplex. Weil ich habe ja gesagt, eigentlich sollte man immer nur einen Switch mit einem Switch verbinden. Irgendwann ist irgendwem ausgefallen, dass es ja ganz toll wäre, wenn man zum Beispiel mit LACP auch einen Server an zwei Switch anbinden könnte, falls mal ein Switch umfällt. Und das Ganze kann ich halt beliebig treiben mit entweder mehreren MLAG-Pärchen und. Üblicherweise besteht so ein MLAG-Pärchen immer aus zwei Geräten. Ich habe es noch nicht mit. Doch mit mehreren geht es auch, wenn man zum Beispiel Stacking nutzt oder ähnliche Technologien, aber üblich sind tatsächlich zwei Switche, die für das gegenüberliegende Gerät aussehen wie einer. Das heißt, ich habe A und B mit einem LAC. Im zweiten Bildchen habe ich A1 und A2. Die sehen für B aus wie ein Ether-Channel mit vier, oder wie ein LACP-Channel mit vier Links drin. Das heißt, die fallen da gar nicht auf. Die müssen unter sich natürlich aushandeln, welche Aggregator-ID sie benutzen und welche ihrer Links irgendwie ab sind. Sieht aber aus wie ein Switch. Dadurch, dass das aussieht wie ein Switch, kann ich das auch mit zwei Switchen auf jeder Seite machen. Das heißt, ich habe da eine redundante Verbindung, wo mir irgendwie nachher bei Bildchen 4, wo mir dann jeder dieser vier Switche wegfliegen kann und es läuft immer noch Traffic und ich habe Umschaltzeiten von unter einer Sekunde, weil ich ja tatsächlich aktiv gucke, ob die Links da sind. Und üblicherweise habe ich bei einem Spanning Tree, wenn ich sowas mit Spanning Tree bauen würde, wären mindestens drei dieser vier Links geblockt. Oder mindestens zwei dieser vier Links geblockt. Das heißt, ich hätte nur die halbe Bandbreite. So habe ich die volle Bandbreite, habe volle Redundanz, kleine Umschaltzeiten, alles Taco. Es gibt aber bei diesem MC-Lag und MLAG auch beliebig viele Wege, sich in den Fuß zu schießen, weil es Hersteller da draußen gibt, die sagen, ja, du kannst MLAG machen, aber nur, wenn du Spanning Tree abschaltest. Wenn man dann irgendwie ein Kabel falsch steckt, hat man so richtig Geburtstag im Netz. Also da muss man sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Das ist dann tatsächlich Data Center Technik. Das setzt man weniger im Enterprise- oder im Office-Bereich ein. Das ist hauptsächlich im Data Center zu finden, wo ich hohe Bandbreiten und hohe Redundanzen brauche. Und ich muss dafür auch schlicht und ergreifend erstmal vier Switche kaufen, die das können. Und das sind meistens tatsächlich irgendwo die High-End-Geräte, die sowas unterstützen. So, machst du noch mal einen weiter? Da gibt es noch eine Frage. Also wenn bei dem zweiten Bild A1 ausfällt, übernimmt B den Betrieb. B bleibt online. Also B wäre zum Beispiel ein Server oder vielleicht ein Downstream-Switch. Das heißt A1, A2 wäre irgendwie Distribution Layer, zum Beispiel B wäre Access oder B wäre vielleicht sogar ein Server, wenn wir uns die Beinchen unten mal wegdenken. Und wenn oben einer der Switcher ausfällt, hat B einfach zwei Links weniger. Das ist alles. Also die Bandbreite verringert sich, aber es ändert sich nichts an der Verfügbarkeit. Vielleicht wackelt es mal kurz, aber es fällt nicht aus. Das ist genau Sinn der Übung. Also das meiste an Komplexität bauen wir uns ja deswegen, weil wir eigentlich wollen, dass irgendwas nicht umfällt. Damit bei uns keine Leute mit Mistgabeln und Fackeln vor der Tür stehen. Genau.
Netz mal da ist, wie Strom, Wasser, Telefon. Ja, Netz muss halt funktionieren. Dann gibt es noch unterschiedliche Methoden, den ja, nachts nicht raus müssen zum Hardware tauschen, wäre schön, aber üblicherweise sind da dann so viele Fallstricke drin, dass man es trotzdem lieber nachts macht oder in einem Wartungsfenster. Also Pferdeapotheken und so. Ja, wie verteile ich jetzt meinen Traffic über meine Link Aggregation Group? Ich kann so einen Round Robin machen, ne? Eins links, eins rechts, eins fallen lassen. Ich kann gucken, dass ich in die Header-Felder reingucke, also Source and Destination MAC-Adresse, da bilde ich einen Hash draus und diesen Hash, durch diesen Hash kann ich dann auf meine Links verteilen. Dann kann ich in Layer 2 und 3 reingucken, das heißt, ich kann Source Destination MAC, Source IP und Destination IP machen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich eine Link Aggregation zwischen zwei Routern baue oder zwischen zwei Layer 3 Switchen baue, weil ich da weniger Source and Destination, weil Source and Destination mag da meistens gleich bleiben. Da würde ich dann aber eher Layer 3 und 4 nehmen, weil ich dann meine Flows entsprechend verteilen kann, wo ich eine Source IP, Source Destination IP, Source Port und Destination Port habe. So, das, den letzten nehme ich zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Routern eine Link Aggregation habe oder zwischen zwei Layer 3 Switches, weil da Source und Destination MAC-Adresse immer gleich sind. Das heißt, wenn ich zwischen zwei Routern so einen LACP-Channel mache mit Source und Destination MAC-Hashing, dann nutze ich genau ein Kabel davon, weil Source und Destination MAC immer gleich sind. Genau, das heißt auch, wenn ich einen LAC baue aus, sagen wir, 4x oder 8x 10 Gigabit, wird eine Netzwerkverbindung, also eine Verbindung von einem Dienst zu einem anderen, niemals mehr als 10 Gigabit können, es sei denn, ich mache auf Softwareseite noch ein paar Stunts. Genau. Heißt auch, wenn ich einen 80 Gig LAC habe, muss ich mal gucken, aus wie vielen Teilen ist der zusammengestückelt, in dem Fall halt 8x 10. Naja, die letzten Varianten nicht ganz standardkonform, die meisten ASICs können es. Und wie ich das tatsächlich verteile, da gibt es ja nicht so richtig einen Standard dazu. Also es gab mal zum Ether-Channel den Standard, dass ich Source and Destination MAC-Hashing mache, aber mittlerweile können eigentlich fast alle Geräte das letzte, also Layer 3 und Layer 4. Was auch das ist, was ich in der Praxis quasi immer nutze. Genau. Okay. Okay, VLANs. Wir haben ein großes Netz. Wenn wir ein großes Netz haben, haben wir da ganz viele Rechner drin. Jetzt sind aber ganz viele Rechner in einem Netz ein bisschen schlecht, weil dann habe ich eine riesen Broadcast-Domäne. Das heißt, die schreien sich alle irgendwann gegenseitig an. Die Idee von VLANs kommt von Cisco und Dreikon. Ich glaube, die ersten, die es gebaut haben, waren tatsächlich Cisco mit den Catalysts, oder es kann auch sein, dass es noch Kalpana war. Es gab eine Zeit lang unterschiedliche Methoden, diese VLANs von einem Switch zum anderen zu transportieren, weil ich sehe da noch eine Frage im Chat, die gehe ich nachher drauf rein. Achso, Max schon. Ich möchte hier nun mein Netz in mehrere virtuelle Netze schneiden, also mehrere quasi Local Area Networks. Und damit ich das tun kann, muss ich da irgendwo sagen, welcher Port zu welchem VLAN gehört. Und wenn ich diese VLANs auch über Switch übergreifend nutzen möchte, muss ich ein sogenanntes Trunking zwischen den Geräten bauen. Das gab damals, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt von Cisco, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dieses Trunking wurde irgendwann standardisiert als 802.1Q. Das heißt, ISL, Inter-Switch-Link. Ja, oh Gott, ja. Oh. Stimmt, kommt aus dem SAN-Bereich, das ist so ähnlich. Ich habe einen 12-Bit-Identifier, das heißt, ich habe so 4096 mögliche VLANs und diese 12-Bit klemme ich da einfach zwischen
Source MAC Adresse in meinem Ethernet Frame. Ich habe meistens so 100 reservierte VLANs für Switch-interne Funktionen. Es geht, glaube ich, von, also gibt manche Cisco-Switch, die haben so 300 interne reservierte. Es gibt auch Switch, die haben wenig intern reservierte VLANs für irgendwelche Funktionen. Ein paar haben sie eigentlich immer. Das heißt, ich kann so ungefähr 3.000 bis 4.000 virtuelle Netze verwalten. So. Die Netze sind von sich tatsächlich isoliert, das heißt, wenn die miteinander reden wollen, braucht es irgendwann einen Router dazwischen. Den muss ich dann irgendwo noch da draufsetzen. Und wie gesagt, Sinn des Ganzen ist natürlich halt, mein großes Netz irgendwie in kleine Häppchen zu schneiden, damit die Broadcasts nicht so viele werden und die Rechner sich möglicherweise untereinander nicht so zwingend sehen müssen, weil ich sag mal, der PC aus der Buchhaltung hat relativ wenig mit dem Entwicklungs-PC zu tun oder hat im Servernetz eigentlich auch nichts zu suchen. Da möchte ich irgendwie den Verkehr kontrollieren. Und das kann ich halt entsprechend mit VLANs schneiden. Das wird tatsächlich gerne als Sicherheitsfeature auch benutzt, gerade in Enterprise oder in Access-Netzen. Ich habe eine Zeit lang mal einen Haufen Cisco-Switche, die haben das mit dem Tagging nicht so ernst genommen. Da konnte ich einen Access-Port einfach ein getaggtes Paket schicken und der hat das irgendwie wieder drüber geworfen. Dass VLANs unsicher sind, also es wird gerne mal kolportiert, dass VLANs unsicher sind. Ich habe bis jetzt ja wenige Enterprise-Switche gesehen, die tatsächlich so ein Verhalten an den Tag legen. Es gibt irgendwie im Consumer-Bereich noch so ein paar Geräte, wo sowas ein bisschen problematisch ist, aber ich sag mal so spätestens im Enterprise-Bereich, sobald man irgendwie, weiß nicht, Huawei, Aruba, Cisco, irgendwas einsetzt, funktioniert das. Von daher ist tatsächlich auch so ein kleines Sicherheitsfeature, um Geräte voneinander zu segmentieren. Ich kann natürlich auch für jedes einzelne Switch daher nehmen, aber dann habe ich in jedem Wiring-Closet meine 7 Switche und muss dann gucken, okay, an welches Netz muss ich denn das Gerät jetzt anstecken und kann auch so Späße wie dynamische VLAN-Zuweisungen nicht mehr machen. So. Dann muss auch jedes Mal wer laufen, wenn man was umbauen muss. Das kann ich jetzt auch aus dem Homeoffice machen. Die Doku wird garantiert auch nicht mehr nachgehalten, wenn irgendwie für jede Netzänderung ein Kabel gesteckt werden muss. Genau. Das skaliert also, dann nicht. Durchaus vernünftiges Feature benutzen, wenn man kann, wenn es braucht. Wenn man zu Hause braucht, man typischerweise nicht. Im Büro kann ich wenigstens gucken, dass ich meine Server irgendwie getrennt kriege von meinen Clients und vielleicht die Drucker oder Telefone noch ein eigenes VLAN stecke. Gut. Was mir gerade noch einfällt dazu, sowohl zu WLANs als auch Bonding, hatten wir vor 2 Jahren schon mal was erzählt. Das war der Sonntagmorgen-Vortrag mit dunkler Magie, also Advanced Features von Layer 2 und Layer 3. Da gibt es dann, glaube ich, auch ein paar Config-Beispiele am Ende, wie man das unter Linux konfiguriert alles. Die haben wir jetzt hier weggelassen. Overhead pro Frame ist egal, nicht relevant. Nee, die 12 Bit pro Frame sind tatsächlich total egal. Die Switche machen das üblicherweise sowieso alles in Hardware, das heißt, da kommt auch keine weitere Latenz mit dazu. Also Switche machen sowieso grundsätzlich alles in Hardware. Entweder es geht schnell oder wenn das Feature in Software passiert, will man das Feature sowieso nicht haben, weil dann alles richtig langsam wird. So, gehen wir mal zu. Zwischen VLANs hin und her sprechen können, müssen wir einen Layer höher gehen, Layer 3, das macht der Max. Genau, da müssen wir routen. Dafür gibt es dann diese IP-Adressen. Zum Beispiel sowas, was man zu Hause hat, wenn man eine Fritzbox kennt, zum Beispiel 192, 168, 178, irgendwas wird man da vielleicht schon mal gesehen haben. Das heißt, bisher konnten wir Dinge nur adressieren auf der Ethernet-Ebene, das heißt Sachen, die an einer Kaskade von Switchen hingen. Wenn wir jetzt gern Internet wollen, kommen wir damit nicht sehr weit, denn wir verlassen niemals dieses Ethernet-Segment. Geht nicht. Dafür gibt es das IP-Protokoll, also das Internet-Protokoll, hier jetzt mit der Version 4. Für IPv6 gab es auch vor 2 Jahren einen Vortrag von uns
Darauf würden wir dann hier mal verweisen und belassen es erstmal hier bei IPv4. Die grundsätzlichen Konzepte sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, jetzt schneiden wir unser oder teilen wir unser Netzwerk auf in IP-Netze. Und die IP-Adresse besteht immer aus einem Netzwerkteil, also welche Menge von Rechnern möchte ich gerade adressieren, und einem Host-Teil, der dann das einzelne Gerät adressiert. Historisch gab es da mal sogenannte Netzwerkklassen. Leider wird das immer noch als aktuell gelehrt, sowohl an Unis als auch in Berufsschulen. Das ist seit 1993 deprecated. Da gibt es ein altes RFC dazu, was sagt, dass das tot ist. Und das Classful Interdomain Routing CIDRE das Neue ist, was man machen möchte. Oder VLSM Variable Length Subnet Masks. Deswegen wird das hier, erklären wir das hier einmal im historischen Kontext, weil man es heute noch an vielen Stellen findet, leider. Aber das ist nicht mehr State of the Art. Also wenn irgendjemand Class A, B, C sagt, ist das keine aktuelle Aussage, und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass es technisch korrekt ist. Jemand schreibt, der Ton ist weg. Hier nicht. Okay. Wie haben diese Klassen früher mal funktioniert? Es gab Class A, oder andersrum, fangen wir mal anders an, es gab früher drei Größenklassen für Netze, die man bekommen kann. Okay, es scheint doch irgendwie ein Audioproblem zu geben. Irritiert, hier hat nichts gewackelt. Auf meiner Seite seid ihr auch beide da. Wir können den Stream einmal stoppen und neu starten, eventuell. Der Stream hat keine Auswirkungen auf das BBB hier. Okay, es scheint ein BBB-Problem gegeben zu haben. Das ist schade. Okay, Audio beenden und wieder aktivieren hat bei einem funktioniert. Wie gesagt, bei mir gab es keine Auswirkungen hier. Nee, bei mir hat es auch die ganze Zeit funktioniert. Na gut. Okay, dann hoffen wir mal, dass das Recording nachher heile ist. Machen wir erstmal weiter. Also ganz funktioniert das mit den Remote-Konferenzen doch nicht immer. Wo kam das her mit den Klassen? Es gab quasi drei Größenklassen für Netzwerke, die man sich bei irgendeinem Regional Internet Registrar holen konnte, wenn man IPs gebraucht hat. Wenn 256 IPs ausgereicht haben, dann gab es ein Class C-Netz. Wenn das nicht gereicht hat, war die nächste Größe ein Class B-Netz. Das waren dann schon 65.000 IPs. Und wenn das nicht gereicht hat, also man zum Beispiel 70.000 brauchte, dann gab es gleich ein Slash 8. Und da sind wir dann bei, hilf mir mal gerade jemand, 16 Millionen, glaube ich. Das waren die drei Größenklassen, die es früher gab. Das skaliert natürlich nicht beliebig. Aber das ist der Grund, warum so Firmen wie Apple und Daimler 1/8 haben oder hatten. Ich glaube, Daimler hat es sogar noch. Und irgendwann hat man sich überlegt, wenn wir so weitermachen, sind die IPs echt bald alle. Und das hat man sich halt schon in den 2000er Jahren überlegt, wie man sieht. Also 1993 wurde das ja abgeschafft. Aber diese Tabelle da zeigt, wie die Klassen mal aussahen. Und es gibt noch viel Software, seien es Router von Cisco oder Betriebssysteme, die das irgendwo noch drin haben. Und wenn man eine IP-Adresse eintippt, die in einem dieser Bereiche ist, wird meistens eine Subnetzmaske vorgeschlagen. Und die gehört einfach zu der Klasse. Das ist der Hintergrund dazu. Class D ist Multicast und Class E ist nach wie vor nicht vergeben. Ich glaube, auch diese IPs werden wir nie im Internet sehen. Wie macht man das denn heute? Heute gibt es das Classless Interdomain Routing oder Variable Length Subnet Mask. Das heißt, ich gebe einfach als Bitmaske an, wo denn die Grenze zwischen Hostanteil und Netzwerkanteil ist. Das heißt, bei dem zweiten Beispiel wäre das ein frühermals Class B-Netz. Da passt das dann wieder zusammen, wenn die IP passt. Das heißt, ich habe 16 Bits für das Netzwerk, immer von vorne, und danach 16 Bits für den IP-Teil. Das heißt, ich kann 65.536 Geräte adressieren in diesem Netz. Wenn ich so viel gar nicht brauche, kann ich zum Beispiel ein Slash 25 oben nehmen.
Da habe ich dann 25 Bits, die das Netzwerk angeben, von vorne betrachtet und habe hinten 128 Möglichkeiten für Geräte, die Teil dieses Netzwerks sein könnten. Analog unten mit einem Slash 20, das ist dann wieder ein bisschen größer. Also man sieht, hier habe ich viel, viel, viel feinere Abstufung, wie ich Netzwerke baue. Das ist heutzutage State of the Art, wie man Netzwerke angibt. Es gibt auch diese Schrägstrich-Schreibweise, das heißt, ich habe eine IP-Adresse zum Beispiel, Schrägstrich 1 bis 2 Ziffern. Das ist auch für IPv6 so übernommen worden, da habe ich natürlich mehr als nur 32 Bit in Summe. Was gibt es so an Prefixen, die man kennen muss oder kennen sollte? Wir haben vorhin schon mal gesehen, 127.0.0.1. Diese IP-Adresse hat jedes Gerät, das einen IP-Stack hat, der sich an den Standard hält. Sei es jetzt der Laptop, vor dem ich sitze, sei es das Handy, sei es ein Router oder irgendwas anderes, was IP spricht. Das muss diese IP haben und das ist immer die Kiste selbst. Das heißt, ich werde, wenn sich die Geräte korrekt verhalten, auf keinem Kabel und auf keinem WLAN irgendwelche Pakete für so eine IP sehen. Die ist nämlich immer für das Gerät, auf dem ich gerade bin. Dann gibt es drei Bereiche von sogenannten privaten Adressen, die man einfach so benutzen kann, die niemals im Internet auftauchen sollten. In der Realität ist das manchmal anders, aber sie sollen eigentlich nicht. Das ist dieser 10er-Bereich, also alles, was mit einer 10 anfängt. 10/8 heißt, die 10 ist fix und die drei Oktette dahinter kann ich benutzen, wie ich möchte. Dann gibt es einen 172.16.00/12 Bereich, der ist ein bisschen kleiner. Und es gibt noch einen kleineren Bereich, 192.168.00/16, die man je nach Gusto intern nutzen kann. Meistens macht es Sinn, aus einem dieser Blöcke die normalen Netze zu nehmen und aus anderem die Management-Netze, aber das ist dann eine Frage des IP-Adressierungsplans. Warum hat man für die Loopback so ein riesiges Slash 8 genommen, wenn man daraus nur eine IP nutzt? Das ist eine erstaunlich gute Frage. Es gibt auch Proposals, glaube ich, diesen Bereich kleiner zu machen, damit man Teile davon im Internet routen kann. IP-Adressen sind ja quasi alle. Ich kann nur noch für Geld, für viel Geld welche kaufen. Wir sind ungefähr bei, ich glaube, 15 bis 20 Euro mittlerweile pro IP-Adresse. Das mittlerweile kostet auf dem sogenannten Gebrauchtmarkt. Das ist eine ziemliche Verschwendung. Also jeder Rechner hat für sich alleine 16 Millionen IP-Adressen. Das ist schon eine Aussage. Warum man sich das damals so überlegt hat, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt irgendein schlaues RFC, wo das drinsteht. Ich muss zugeben, das habe ich nicht gelesen. Dann gibt es noch die sogenannten Link-Local-Adressen. Das hat man vielleicht schon mal gesehen auf irgendeinem Gerät, was sich in ein Netz einbucht, wo es einfach keine IP gibt, wo zum Beispiel kein DHCP-Server steht. Dann würfelt sich das Gerät aus dem 169.254er-Bereich eine IP selber. Ich glaube, anhand der MAC-Adresse oder irgendeines anderen Identifikators des Gerätes. Das ist wirklich nur gedacht für Kommunikation zwischen Geräten im selben Netz. Auch die werden nicht im Internet geroutet. Als die IP-Knappheit begann, gab es irgendwann mal ein Proposal, dass man mal einen Bereich reserviert, den Provider nutzen können, um die Verbindung zu ihren Kunden, also quasi das Bein vom Provider zu eurer Fritzbox zum Beispiel, adressieren zu können, wenn sie keine öffentlichen IPs mehr haben. Dafür gibt es diesen 100.64/10-Block, der ist quasi für Carrier-Grade NAT gedacht. Das nutzen wir mittlerweile in der Uni tatsächlich auch, um hier ein paar bestimmte Dinge zu natten, zum Beispiel bald im WLAN. Für Beispiele gibt es extra noch drei Documentation-Prefixes, die sind da aufgelistet. Und all diese ganzen Special-Purpose-IP-Addresses oder IP-Prefixes gibt es ein RFC, was gepflegt wird. Die IANA hat da eine aktuelle Liste. Und dieses RFC wird dann irgendwann mal aktualisiert durch irgendein anderes, wenn sich diese Liste ändern sollte. Wie sieht das unter Linux aus? Vorhin hatten wir die Ausgabe von IP-Link. Da ging es nur um die Interface. Hier geht es jetzt um Interfaces und IPs. Das heißt, man sieht hier quasi dieselben Dinge, die man vorher schon gesehen hat. Nur zusätzlich sind hier noch IP-Adressen dran. Wir sehen die 127.001/8. Die ist auf dem Loopback-Interface konfiguriert. Daneben ist sogar noch eine IPv6-Adresse. Da hat man übrigens gesagt, komm, das ist nur eine Adresse. Da nimmt man keinen Block. Das ist wirklich nur eine einzelne Adresse. Da hat man das tatsächlich geändert. Und hier unten sehen wir eine IP, die ich zum Beispiel von der Fritzbox gekriegt habe, übers WLAN und eine entsprechende V6-Adresse.
vorne auch die Interface-ID ist nicht fortlaufend. Gerade bei virtuellen Interfaces für VPNs oder für USB-Netzwerkkarten kann es sein, dass ich dazwischen auch mal Lücken habe. Also die ganzen Interfaces mit 4 bis 10 waren mal da und sind nicht mehr da. Dann wird einfach hochgezählt. Hier sieht man einen anderen IP-Bereich, auch privat mit einem /25er-Netz, also 128 IPs möglich im VPN. Hoppala, das ist kaputt. Jetzt ist besser. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Ebenen. Wir hatten gerade das Kabel und wir hatten also die Adressierung auf dem Kabel im Ethernet und wir haben jetzt die Adressierung mit IPs darüber. Das müssen wir irgendwie zusammenkleben. Das heißt, ein Gerät, was ein IP-Paket schicken muss, muss ja wissen, an welches andere Gerät es im lokalen Netz das schicken muss, damit es irgendwie Richtung Internet kommt. Das heißt, ich brauche irgendwas, was mir sagt, was denn die MAC-Adresse zum Beispiel meiner Fritzbox ist. Und das heißt, ich schreie einfach auf mein Netzwerk raus als Broadcast, hallo, wer hat denn die IP-Adresse 192.168.178.1 zum Beispiel oder hier 8, also hier würde die Fritzbox zum Beispiel uns fragen. Und das Gerät, also sprich mein Laptop zum Beispiel, antwortet dann, ja, ich habe diese IP und meine MAC-Adresse ist die da angegebene. Das passiert per Broadcast die Anfrage, beziehungsweise per Unicast, also nur an den, der initial gefragt hat mit der Antwort. Das kann man relativ leicht faken, aber das hält standardmäßig IP und Ethernet zusammen. Das heißt, jedes Gerät hat auch einen sogenannten ARP-Cache, damit man das nicht für jedes Paket wieder anfragen muss. Das wird standardmäßig für 3 Minuten sich gemerkt, diese Zuordnung, und aktualisiert, wenn ich Pakete sehe. Also wenn ich eine Verbindung habe, eine aktive, und da immer wieder Daten hin und her gehen, wird auch dieser Timer immer wieder zurückgesetzt, weil warum soll ich neu fragen, wenn die Kiste ja noch da ist und ich mich mit ihr unterhalten kann. Okay, jetzt schaffe ich es schon mal, meine lokale Fritzbox irgendwie zu erreichen. Jetzt brauche ich noch einen Weg, wie ich aus meinem Netz rauskomme, um mir Katzenvideos auf YouTube anzugucken. Das heißt, meine IP-Pakete müssen dann natürlich ein lokales Netz verlassen, zum Provider wandern und irgendwie bei Google ankommen. Dafür brauche ich Routing, Wege finden. Das passiert anhand von einer Routing-Tabelle. IBM nannte das in Deutsch mal die Leitweg-Tabelle. Und da drin muss ich irgendwie ein Gateway haben, was Pakete zu anderen Netzen übertragen kann. Wie funktioniert Routing als Idee? Das ist so ein Hot Potato Principle, liest man da wieder gerne. Das heißt, ich habe eine heiße Kartoffel in der Hand, mein IP-Paket, und das will ich loswerden. Das heißt, ich suche mir denjenigen, dem ich das schnell in der Hand drücken kann, und der weiß dann hoffentlich, was er damit macht. Das heißt, ich habe immer nur meine eigene Sicht auf das Netzwerk und weiß nicht, was hinter dem nächsten Router, also zum Beispiel hinter der Fritzbox, passiert. Was der Provider damit macht und wo er die Daten langschickt, weiß ich ja nicht, aber ich gebe dem Provider quasi meine heiße Kartoffel und der wird dann hoffentlich das Richtige tun. Meistens ist Routing asymmetrisch, das heißt, ich habe keine Garantie, dass der Weg, den ich zu Google nehme, derselbe Weg ist, den Google zu mir zurücknimmt. Das spielt aber auch erstmal keine Rolle, ob daraus kommt an. Wie sieht so eine Routing-Tabelle aus? Wir hatten gerade gesehen, der Laptop hatte 2 Interfaces mit IPs, einerseits das WLAN, darauf ist das Standard-Fritzbox-Netz zum Beispiel. Und das heißt, alles, was in dieses 192.168.178.0/24 IP-Netz soll an IP-Paketen, das kann ich einfach so in die Luft werfen, in Anführungszeichen, das wird dann schon irgendwie da ankommen. Das heißt, all diese Geräte aus dem Netz sind directly connected, würde man sagen, also sehr nah mit mir verbunden. Dafür brauche ich niemand anderen, der die Pakete dahin bewegt. Das kann ich einfach so zum Access Point schicken und der leitet es dann per Ethernet weiter oder im Zweifel, wenn es per Kabel ist, zu einem Switch geben. Dann habe ich da drüber noch ein quasi lokal angeschlossenes Netz. Das ist mein VPN-Tunnel, in dem ich drin bin. Das ist dieses 10.23.42.0/25er Netz. Das ist auch quasi lokal angebunden. Und darüber, über diese Netze, kann ich jetzt noch andere Netze erreichen. Es gibt einen Eintrag für 10/8, für alles, was mit einer 10 anfängt. Die Pakete schicke ich über das VPN raus und übergebe sie an den VPN-Server zum Beispiel. 10.23.42.1 könnte der als IP-Adresse haben. Und alles, was sonst in dieser Tabelle nicht drin steht,
Das schicke ich zu meinem sogenannten Default Gateway oder Gateway of Last Resort. Wenn ich es nicht besser weiß, dann gebe ich dem das. Der weiß das dann hoffentlich. Zum Beispiel die Poststelle. Das schreibt man als 0.0.0/0 oder manchmal steht da auch das Wort Default wirklich als Text. Dafür brauche ich dann auch irgendwie einen Next Hop. Das wäre hier zum Beispiel meine Fritzbox. Alles, was ich nicht besser weiß, gebe ich meiner Fritzbox. Die wird es hoffentlich wissen. Das heißt, es gibt zwei Arten von Einträgen in dieser Routing-Tabelle. Irgendwas, was mit mir lokal verbunden ist, per Kabel, per VPN, per WLAN. Und irgendwas, wo ich weiß, dass es hinter einem anderen Gerät liegt, was IP-Adressen versteht, also einem anderen Router liegt. Da muss ich dann einen sogenannten Next Hop angeben, sprich das Gerät identifizieren, das mir hilft, dahin zu kommen. Mit dieser Routing-Adresse passiert noch was anderes. Wenn ich lokal IP-Pakete losschicke, muss da ja irgendwie entschieden werden, was ist denn jetzt meine IP, mit der ich was losschicke. Sogenannte Source Address. Wenn ich verschiedene Wege habe, um Dinge ins Internet zu schicken oder in irgendwelche Netzwerke zu schicken, habe ich mehrere Möglichkeiten für diese Source Addresses. Und es wird pro Interface, wo es rausgeht, entschieden, was denn die Adresse ist. Das heißt, wenn es über den Tunnel rausgeht, ist meine IP-Adresse, die ich im VPN habe, die Absender-IP, nämlich die vorhin konfigurierte oder vorhin gesehene 10, 23, 42, 8. Und wenn es per WLAN rausgeht, ist die Absender-IP die mir die Fritzbox per DHCP gegeben hat zum Beispiel. Das heißt, in der Routing-Tabelle wird nicht nur entschieden, wo geht's lang, sondern mit welcher lokalen IP-Adresse geht's raus. Das kann man überschreiben, wenn nötig. Da kann man beliebige Stunts bauen, aber per Default ist das einfach die IP über das des Interfaces, wo das Paket mein Gerät verlassen wird. Wie viel Daten kriege ich da so durch? Ethernet hat eine sogenannte Maximum Transmission Unit, eine MTU. Standardmäßig steht die auf 1500 Bytes, die ich in einem Ethernet-Frame transportieren kann. Das ist jetzt tatsächlich eine irritierende Zahl, weil es keine Zweierpotenz ist. Da hat man sich irgendwann mal hingesetzt und überlegt vor vielen, vielen Jahren, als Ethernet standardisiert wurde, wie groß machen wir denn die Packerl? Und aus irgendwelchen Gründen hat man sich für 1500 Bytes entschieden. Es gibt irgendwo einen schönen langen Blogartikel, der das erklärt. Wenn ich den Link finde, packe ich den hier noch mit rein. Da steht auch drin, dass Menschen mittlerweile bedauern, dass man diese Zahl einfach genommen hat. Man hätte ein bisschen mehr nehmen sollen. Damals gab es, glaube ich, Einschränkungen bei kleineren Geräten, die nicht mehr Daten konnten. Heute kann man das relativ einfach auf über 9000 Byte hochstellen. Meistens sind das so 9200 irgendwas, die gehen. In Providernetzen wird das meistens gemacht, damit ich dann irgendwie mehrere Schichten von Virtualisierung noch transportieren kann im Netzwerk mit VPNs und sonstigen Scherzen. Das kann ich aber nicht einfach so auf dem Client-Gerät ändern, das muss überall passen. Das heißt, wenn mein Rechner einen Ethernet-Frame schickt mit 1600 Bytes und der Switch nur 1500 versteht, wird das Paket einfach zerschellen, weil der Switch es nicht annimmt. Das heißt, ich habe ein schwarzes Loch gebaut. In TCP, also noch eine Ebene höher, gibt es die sogenannte Maximum Segment Size. Das ist ein TCP-Segment, also was in einem TCP- oder IP-Paket transportiert wird. Da fallen dann nochmal 60 Byte für den IP-Header weg, die ich benutzen kann. Okay, jetzt habe ich das alles irgendwie konfiguriert. Jetzt möchte ich testen, ob es auch funktioniert. Das einfachste Tool dafür wäre ein Ping. Was macht das? Ein Ping generiert ein ICMP-Paket, Internet Control Message Protocol, und schickt ein sogenanntes Echo Request an, hier zum Beispiel www.heise.de. Das heißt, es wird ein IP-Paket rausgeschickt, was eigentlich nur das Ziel hat, zu testen, ob denn das Netz funktioniert. Wenn das beim Heise.de hier zum Beispiel ankommt, sehen die das und beantworten das mit einem Echo Reply. Und dadurch, dass die Pakete eine interne Sequence-Nummer haben und sich merken, über wie viele Router sie gelaufen sind, weil jeder Router
ein Feld im IP-Header dekrementiert, sehe ich nachher über wie viele Hops ich hatte und ich kann ausrechnen, wie lange das gedauert hat. Das heißt, hier sieht man, das hat Falk gestern aus dem WLAN gebaut, die Slides, also im Hotel-WLAN, dass es da schon ziemlich einen Unterschied gibt zwischen dem ersten und den zweiten und dritten Paketen. Das ist schon quasi 50% Differenz. Das heißt, damit kann ich die sogenannte Roundtrip-Latency oder die Roundtrip-Time RTT messen. Wie lange braucht es, bis ich das rausschicke, von mir, bis ich es rausschicke, bis zum Empfänger und wieder zurück. Das kann für manche Anwendungen relevant sein, dass die sehr gering ist. Auch hier wieder, Pfade können unterschiedlich sein zwischen Hin- und Rückweg oder zwischen verschiedenen Paketen. Wir hatten es vorhin schon mit LACP, das heißt, die Pakete werden auf verschiedene Links gegebenenfalls aufgeteilt aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften des IP-Pakets. Es kann also sein, dass verschiedene Pakete über unterschiedliche Links laufen. Kann ich mir das im Detail angucken? Dafür gibt es Traceroute. Ich glaube, das wollte eigentlich der Falk erklären. Genau. Traceroute funktioniert so ähnlich wie Ping. Ich habe so ein Time-to-Live-Feld in meinem IP-Paket. Also eigentlich verlassen wir gerade Layer 3 und gehen schon so ein bisschen auf Layer 4, aber SCMP ist eher so Layer 3,5. Was ein Traceroute macht, es schickt Echo-Requests mit einer TTL 1 und geht entsprechend dann weiter. Das heißt, für das erste Paket schickt es drei Pakete mit einer TTL von 1 und guckt dann, wer damit antwortet, dass die TTL jetzt auf 0 gelaufen ist, weil jeder Router auf unterwegs muss die TTL um einen runterzählen. Und sobald die 0 ist, muss der Router eine ICMP TTL Exceeded in Transit Notification schicken. So, und das kann ich mir zunutze machen, indem ich jetzt einfach gucke, okay, was ist denn der erste Hop, der antwortet? Schickt mir eine TTL von 1 los. Das ist hier eine Fritzbox. Dann schicke ich das Paket mit einer TTL von 2 los. Da antwortet nur 192.001. Ich glaube, ich muss mit den Hotelbetreibern mal reden, wer das verbrochen hat. Weil die IP-Adresse gehört, glaube ich, irgendwem anders. Es ist kein privates Präfix mehr. Dann geht es weiter mit einer TTL von 3. Das wird irgendein Telekom-Router sein. Und dann geht es mit einer TTL von 4 weiter. Da tauchen plötzlich drei unterschiedliche Router auf, die antworten. Das heißt, dass dazwischen also mindestens zwei verschiedene Wege sind. Das heißt, das erste ICMP-Paket wurde von der Punkt 134 hinten beantwortet, das zweite von der Punkt 130. Und das dritte von der 134 wieder. Das heißt, ich sehe, da hat es irgendwie mehrere Wege. Dann geht es entsprechend weiter irgendwo an so eine Versatel-Übergabe. Da ist genau ein Router. Die Latenz, die unterwegs aufgezeichnet wird, hat übrigens nichts mit meiner Ende-zu-Ende-Latenz zu tun. Das sehen wir nachher noch. Dann ist der nächste Hop wieder zwei Core-Router bei Hetzner. Wir sehen, dass die ersten beiden Pakete von einem, dem Core 1, beantwortet werden. Das dritte wurde von Core 5 beantwortet. Das heißt, da wird es auch bei uns ein Multipathing geben. Dann so eine schöne Sache mit im siebten Hop sehen wir so ein kleines Sternchen hinten. Das heißt, dass die Anfrage nicht beantwortet wurde oder dass da nichts zurückkam. Das heißt aber schlicht und ergreifend nur, dass der Router zwischendurch keine Zeit hatte, ein ICMP-Paket zu schicken und dass das Gerät limited wurde. Weil dieses ganze ICMP-Beantworten geht auf die Router-CPU und da man mit sowas einen Router ganz schnell lahmlegen kann, gibt es da Rate Limits drauf. Das heißt, das Ding wird nicht jedes Traceroute-Paket beantworten. Deswegen können da zwischendurch auch mal Hops mit nur drei Sternchen auftauchen. Das ist nicht schlimm, wenn es danach weitergeht. Dann habe ich beim nächsten wieder zwei Hops, also Hetzner scheint ganz viel Multipass zu machen. Und habe dann hinten zum Schluss meinen Server stehen, der auch mit recht variablen Latenzen geantwortet hat. Das Einzige, was euch bei dieser ganzen Geschichte einen Hinweis auf die Latenz geben kann, sind so eigentlich die Zahlen,
beim letzten Hop. Alles zwischendrin ist, ja, wie viel Zeit der Router hatte, um dieses Paket zu beantworten. Wenn nur Sternchen bei allen Hops auftauchen, heißt das, dass das Ganze irgendwann... Ja, das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel ab Hop 5 noch Sternchen habe, heißt das, dass zum Beispiel das Versatile-Gateway von Hetzner keine Route mehr dahin hat oder die Pakete an irgendein Black Hole schickt. Oder dass jemand auf die Idee gekommen ist, es wegzufiltern. Es gibt auch Menschen, die filtern ICMP-Pakete weg und halten das für eine gute Idee, weil sie glauben, dass es das Netz sicher macht. Pings wegzufiltern macht nichts kaputt, aber dann kann man nicht mehr vernünftig debuggen. Das ist doof. ICMP komplett zu filtern ist eine ganz blöde Idee, weil dann so Sachen wie Fragmentation needed oder sowas nicht mehr ankommen. Das heißt, wenn irgendwo mal die MTU kleiner wird, kann ein Router mir sagen, hey, dein Paket ist zu groß, ich kann das nicht weiterleiten, es passt durch die nächste Leitung nicht mehr durch. Wenn das weggefiltert wird, habe ich dann auch wieder ein schwarzes Loch geschaffen. Was ich im Chat gerade sehe, 192.0.0.1 ist tatsächlich für DS-Lite reserviert. Danke. Das ist mir tatsächlich entfallen. Ich habe diesem Transitionszeug nicht allzu viel zu tun. Im Chat kommt gerade noch hoch, dass Cisco ASAs standardmäßig die TTL nicht dekrementieren. Das ist richtig, das kann man aber ausschalten, dann tauchen sie auch wieder im Trace auf. Manche Firewalls verhalten sich da so ein bisschen komisch und manche Admins sind auch der Meinung, dass ICMP generell böse ist, was dann häufiger mal zu Problemen führt. Eine schöne Alternative zum Traceroute ist auch noch ein MTR, das einen dauerhaft durchlaufenden Traceroute zeigt und nicht nur immer drei Pakete, sondern tatsächlich immer wieder alles durchlaufen lässt. Dann kann man auch gut erkennen, ob unterwegs irgendwo die Latenzen hochgehen. Und auch Ende zu Ende. Oder ob ein Router gerade überlastet ist oder wo es aufhört. So. Aufhören ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Wir sind nämlich dann jetzt inhaltlich durch. Es gibt hier noch ein paar Sachen zum Nachlesen. Das oberste sind die Vorträge von vor 2 Jahren. Falk hat noch was Schönes ausgegraben auf YouTube. Magst du das erklären? Ja, der Herr Ben Eater hat sich mal rausgesucht, wie so Ethernet eigentlich, also wie Netzwerk funktioniert und das Ganze mal mit einem Oszilloskop begleitet. Das heißt, man kann sich tatsächlich mal angucken, wie so ein Ethernet-Linkpuls aussieht, wie ein Ethernet-Paket auf dem Oszi aussieht. Wer dann mal so ein bisschen tiefer tauchen möchte, kann das da gerne tun. Das sind, glaube ich, eine ganze Handvoll ja, Videos, die sehr verständlich sind und da kann man richtig tief eintauchen. Dann habe ich noch jemanden gefunden, der sich mal mit Auto-Negotiation auseinandergesetzt hat, weil Ethernet kann ja, das haben wir total unterschlagen, also mal so ein Kabel-Ethernet kann ja 10, 100, 1000 oder 10.000 Megabit pro Sekunde. Damit man dann erkennt, was die Gegenseite kann, gibt es die sogenannte Auto-Negotiation. Da gibt es auch noch mal ein bisschen was drüber. Auch mal mit dem Oszi aufs Kabel geguckt, wie das Ganze überhaupt aussieht. Dann haben wir noch 2 Talks von Marc und Moritz, zum einen, was ihr schon immer über Glasfaser wissen wolltet. Die beiden haben sich mal 1 Stunde auf der GPN damit auseinandergesetzt, uns mal zu zeigen, wie dieses Glasfaser überhaupt funktioniert, wie man da reinguckt, was passiert, wenn man eine Glasfaser an Mate hält, wie viel Dämpfung das gibt. Ich glaube, das waren 3 dB oder so. Und dann noch, wie das Internet von Hamburg nach Stuttgart kommt. Das heißt, wen interessiert, wie Weitverkehrsnetze funktionieren, für den ist der letzte Talk auch nochmal ganz anständig. Das ist auch nochmal eine gute Stunde, vielleicht für den Nachmittag oder so. Ja. Ich glaube, soweit sind wir durch. Genau, ich danke euch ganz, ganz herzlich für diesen schönen, langen Vortrag. Gerne. Auch wenn wir zwischendurch ein bisschen Aussätze hatten. Aber naja, was wäre ein Netzwerk-Talk ohne Netzwerkprobleme? die Leute sind jetzt alle freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr Fragen habt und damit einverstanden seid, dass ihr im Stream auftaucht, könnt ihr einfach Fragen stellen. Ansonsten ins Chat.
dann wiederhole ich die und die beiden können antworten. Ich glaube, wir haben eine satte Dreiviertelstunde überzogen. Das hatte ich auch noch nicht. Mhm. Wir haben euch freigeschaltet, das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, per Audio rejoinen und könnt dann euer Mikro anmachen. Ihr könnt natürlich auch gerne im Chat schreiben. Genau, wenn ihr reden wollt, müsst ihr die einmal unten das Audio aus und wieder anmachen. Danach könnt ihr das Mikrofon anmachen. Gibt es berechtigte Gründe, warum ICMP als böse betrachtet wird? Es gab ganz früher mal den Ping of Death, wie auch gerade jemand schreibt. Die Zeit ist aber eigentlich vorbei. Sternchen. Ich glaube, letztes Jahr gab es irgendwen, der einen lustigen Software-Bug hatte in irgendwelchen Management-Interfaces, wo man tatsächlich wieder so eine Art Ping of Death hätte machen können. Also die einzige Chance, sich da total vorzuschützen, ist, die Geräte nicht ans Internet zu hängen. Was es aber gibt, es gibt so ein paar Sachen in ICMP, die aus der Vergangenheit kommen, wo man mehr den Netzen eher vertraut hat. Da gibt es sowas wie Source Routing, glaube ich, also dass der Client mit reingeben kann, über welchen Weg das Paket gehen soll. Das möchte man vielleicht nicht haben. Du kannst auch den Next-Hop ansagen, teilweise, wenn du zwei Netze im selben Segment hast, kann das Gateway wieder sagen, du kannst den anderen Host direkt erreichen und einen Redirect schicken. Das will man in der Tat auch nicht haben, aber es sollte eigentlich auf allen Rechnern sowieso ausgeschaltet sein mittlerweile. Nee, per Default glaube ich nicht. Na, kommt drauf an. Also kommt auf den Host an. Genau, also ich sag mal, die Hardware-Router haben defaultmäßig ICMP-Redirect aus. Ist es eine Linux-Büchse, ist ICMP-Redirect an. Und die BSDs machen, glaube ich, auch kein ICMP-Redirect. Also von daher möchte man ICMP im Internet, also auf der Firewall, Perimeter-Firewall, schon ein bisschen filtern, aber nicht komplett droppen. IPv6 geht dann sowieso komplett kaputt. Oh ja. Genau, bei IPv6 ist das eine richtig doofe Idee, weil es da integraler Bestandteil ist. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich sehe jetzt gerade noch keine Fragen. Habt ihr Empfehlungen für Workshops, bei denen man Netzwerk-Know-how beigebracht bekommen und auch praktisch ein wenig was macht? Uns buchen. Also, ich habe das schon gemacht. Ich habe das auf der DENOC letztes Mal gemacht. Das waren natürlich Netzwerker, da war es eher ein Überflug. Aber ich habe das schon auch ein paar Mal intern gemacht mit Anfassen. Das heißt, man kann das mit APU-Bots zum Beispiel schön bauen, also mit so kleinen Routerchen mit drei Netzwerkinterfaces, auf denen ein Linux läuft. Da kann man viel tun. Ist jetzt bei Corona gerade ein bisschen schwierig tatsächlich, aber da könnte man durchaus mal drüber reden. Im Zweifel schreibt mir mal eine Mail. Es gibt auch so, wenn man rumspielen will, so Netzwerksimulationen wie ein GNS3, wo man virtuelle Router aufsetzen kann. Gibt da noch so zwei oder drei Netzwerksimulatoren, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber da kann man sich zum Beispiel Netze bauen, wo man einen Switch zwischenklemmt und einen Router dazwischen klemmt und kann den konfigurieren. Und dann lustig Dinge hin und her routen und einfach mal ausprobieren. Ansonsten Netzwerk-Know-how, es gibt diese ganzen kommerziellen Herstellerschulungen. Ich sag mal, wenigstens im CCNA gibt es genug Grundlagen. So in den CCNA-Trainings, wenn man dafür gerne Geld ausgeben möchte. Wobei das dann sehr Cisco-zentriert ist. Ja, aber ich sag mal, diese Grundlagen mit, was ist eigentlich IP, was ist eine IP-Adresse und wie funktioniert ein Ping und wie ist das Ganze aufgebaut, das ist schon sehr herstellerübergreifend. Man lernt natürlich auch Cisco-Router zu konfigurieren, das ist richtig, aber immer das Wissen kann man ja auch andere durchaus anwenden. Es gab eben noch einen Nachtrag, dass es für ICMPv6 Filterungen RFC gibt, den RFC 4890 fürs Protokoll. Den kann ich noch nicht mal nachlesen. Danke. Gut, haben wir weitere Fragen aus dem Internet? Ich könnte mir vorstellen, dass ein gewisser Overload-Zustand erreicht ist. Möglicherweise. Man nennt es auch Druckbetankung. Okay, dann würde ich sagen, danke euch beiden nochmal. Gerne. War jedes Mal sehr schön, informativ. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann
Nächstes Jahr hoffentlich alle live wieder. Dann auch wieder mit anfassen. Oh ja. Eine Sache kam gerade noch. Es gibt einen RFC-Podcast. Den würden wir tatsächlich auch noch gerne empfehlen. Das schrieb gerade jemand mit blauen Füßen. Gerne mal danach googeln. Da gibt es ein paar RFCs, die vorgelesen werden oder erklärt werden. So. Ja, erklärt werden, besprochen werden, genau. Okay. Ja, die Annalena und der Clemens erklären halt, was ist Routing, wie funktioniert Layer 2. Also man kann da sehr gut mal 4 Stunden zuhören, während Clemens erklärt, wie eine IP funktioniert. Also das, was wir jetzt hier im Paket gemacht haben, gibt es dann da nochmal weiter aufgedröselt. Irgendwie in allen tiefen und sumpfigen Ecken mit Soße und Schaf. Okay. Dann wrappen wir ab. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.